Ja, hallo und schönen Abend. Ich begrüße alle Gäste, die hier am Dorfplatz sind und auch die online zugeschalteten. Das ist eine Veranstaltung zur Bildungsfrage in Kooperation von der Dorfuni, von Orte und eben dem Dorfplatz in St. André-Wörden. Ich mag euch den Ablauf kurz vorstellen vom heutigen Abend. Wir werden kurz die beteiligten Organisationen mit den jeweiligen Verantwortlichen vorstellen und dann vier verschiedene Projekte, die sich in dem Kontext die präsentiert werden. Zum einen geht es um ländliche Freiräume für selbstbestimmtes Lernen von Kindern. Das zweite, was ist, wenn eine Schule als Herz der Gemeinde neu gedacht wird? Im dritten geht es um neue dörfliche Bildungsräume für wissbegierige Erwachsene. Und als letztes die Frage vom Straßendorf zum Erlebnis- und Flanierdorf und wie das durch Glasfaseranbindung möglich gemacht werden kann. Und im Anschluss werden wir das diskutieren, also um 19.40 Uhr geht es darum, also wie diese Inhalte und Beiträge lebendige Räume und Bildung befördern können. Da werden wir hier vor Ort diskutieren und alle, die also online über Zoom zugeschaltet sind, 40 Minuten lang und danach die Ergebnisse aus den jeweiligen Räumen wieder zusammenfassen. Da sind dann alle wieder online, auch die über YouTube zuschauen. Wir hoffen, dass wir das um 21 Uhr gut beenden können und wünschen euch einen schönen Abend. Und jetzt mag ich ganz kurz die Barbara Resel bitten. Herzlich willkommen am Dorfplatz. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und an dieser interessanten Veranstaltung teilnehmen. Kurz zum Dorfplatz. Der Dorfplatz ist ein von engagierten Bürgerinnen getragenes Projekt. Wir haben vor einigen Jahren diesen Hof entdeckt und ihn gemeinsam revitalisiert. Dieser Dorfplatz beherbergt ein Gemeinschaftsbüro mit mehreren Fixmietern und einem Coworking Space, wo man sich also nur auf Tische und tageweise einmieten kann. Wir haben im hinteren Bereich des Hofs ganz viele Werkstätten hergerichtet. Dort befinden sich Kunsthandwerkerinnen, Handwerkerinnen, die altes Handwerk wiederbeleben. Wir haben eine Sattlerin, wir haben einen Messerschmied, es gibt eine Fahrradwerkstätte und es gibt einige Ateliers für Künstlerinnen und auch die Holzwerkstatt beherbergt zwei Bildhauerinnen. Und im Zuge dessen haben wir von Anfang an, wir haben gemeinschaftlich das Projekt entwickelt, gemeinschaftlich umgebaut und es war für uns alle ganz wichtig, dass wir hier nicht nur unsere Berufe praktizieren können und unser Geld verdienen, sondern dass wir hier auch Gemeinschaft leben können und vor allem auch für den Ort Kultur bringen und Angebote bringen, die der Ort nutzen kann. Deswegen auch der Hof offen zugänglich und mit Spielplätzen und wirklich so angedacht, dass es für alle Generationen nutzbar ist. Und es ist uns wichtig, dass wir hier sehr vielfältige, niederschwellig zugängliche Angebote bieten. Wir sind soziokratisch organisiert, das heißt, alle können auch mitwirken und sich einbringen und tragen die Sachen alle gemeinsam. Kooperation ist unser Thema. Wir glauben daran, dass wir gemeinsam sehr viel mehr bewirken können. Wir sind gemeinsam, wir teilen Infrastruktur, wir teilen Wissen, wir entwickeln auch gemeinsam Projekte. Das ist sehr wichtig. Im Sinne dessen, diese Dorfuni passt genau zu uns. Wir freuen uns, dass es da ist zum ersten Mal. Es ist auch für uns sehr spannend. Einen schönen Abend. Danke, Barbara. Und gleich im Anschluss, Heidrun, bitte, Geschäftsführerin von Orte, dem Architekturnetzwerk Niederösterreich. Es freut mich sehr, dass wir heute hier sind. Für gewöhnlich sind wir die Nomaden in Niederösterreich, veranstalten überall dort, wo wir gute Baukultur vorfinden oder
glauben, dass wir sie vermitteln müssen. Also wir sind quasi wie die Dorfuni selbst, auch die Nomaden. Was hat jetzt Orte mit St. André Wördern, mit der Dorfuni, mit dem Dorfplatz zu tun? Nun, vor etwa einem Jahr hat unsere Architekturtage-Kuratorin Sibylle Bader sich auf den Weg gemacht, gute Projekte zu finden und fand Franz Narada und gleich waren wir begeistert, also für das, was Sie hier vorhaben. Also es ist ja unser Thema, die Architekturtage seit dem Juni bis zum nächsten Jahr im Juni, Leben, Lernen, Raum zu vermitteln auf einer baukulturellen Ebene, aber über die klassischen Typologien von Schulen, Kindergärten, Campus hinaus. Insofern finden wir das sehr wichtig, was Sie hier tun und vorhaben, Bildung in die kleinen Orte, in die Region zu bringen. Und ich freue mich auf die spannende Auseinandersetzung heute und auf das Ausloten des Potenzials und all der noch folgenden Prozesse und wünsche Ihnen auch viel Spaß. Danke sehr. Ja, und zu guter Letzt bitte noch Franz Narada, den Begründer der Dorfuni. Ja, ich freue mich sehr, dass wir nach 2 Jahren endlich Dorfuni comme il faut machen können. Das heißt, zumindest hier in St. André Wördern sind wir ein relativ volles Haus. Ich weiß nicht, wie lang das wieder möglich sein wird. Wir hatten ja unsere Premiere am 7. März 2020 und am 9. März waren bereits Corona-Maßnahmen in Gange, die eigentlich dann nicht mehr uns erlaubt haben, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen. Wir wollen mit diesem Medium, mit diesem Stream, mit dieser neuen Möglichkeit, Vorträge, Dialoge zu multiplizieren, möglichst viele dezentrale Orte erreichen, aber nicht nur, um dort sozusagen eine Pflichtveranstaltung zu machen, sondern um dort wirklich etwas in Bewegung zu bringen. Dazu komme ich noch. Also seit 2 Jahren haben wir auf diese Gelegenheit hier gewartet, aber was die wenigsten wissen, wir warten seit 4 Jahren, dass wir endlich hier, weil das war eigentlich der vorgesehene Startpunkt schon der Dorfuni im Jahr 2017, dass wir hier am Dorfplatz, der wirklich ein unglaublich schönes Beispiel ist, ländlicher Zukunft durch die Schaffung von dem, was wir ein Lebendigkeitszentrum nennen, dass wir hier die Dorfuni veranstalten können. Was ist der Sinn der Dorfuni? Darf ich das noch kurz erzählen? Also, ich war gestern einen Katzensprung von hier in Thun. Dort ist der Gemeindetag und die Kommunalmesse. Das ist eine Veranstaltung für die Gemeinden in Österreich. Und dort gibt es wirklich alle möglichen Ressourcen. Nur eine Ressource habe ich vergeblich gesucht. Und da habe ich mir gedacht, gut, dass es die Dorfuni gibt, nämlich es gibt dort Verwaltungsakademien, es gibt dort jede Menge Support für Menschen in der Gemeindeverwaltung, aber es gibt kaum ein Tool für die Zivilgesellschaft, die es Menschen möglich macht, in ihrer Gemeinde mit Wissen und mit gutem Backing durch das Wissen über erfolgreiche und weniger erfolgreiche Wege zu partizipieren. Und die Dorfuni ist eigentlich genau das. Sie will genau diese Lücke füllen. Sie will Menschen vor Ort in einer Weise bilden, die sie in die Lage versetzt, gemeinsam mitzugestalten. Wie kann das gelingen? Dieses Vorhaben, das eigentlich riesig und ehrgeizig ist. Naja, am Anfang machen wir halt kleine Beispiele. Wie heute, wir sind immer noch mit einigen Orten verbunden. Dafür können wir auch mehr Feedback von diesen Orten bringen. Das Zweite ist, also eigentlich ist der Anspruch der Dorfuni aber schon, an vielen Orten zu sein. Und das ist auch eine Zukunftsperspektive. Der zweite Anspruch der Dorfuni ist es,
viel Wissenswertes in die Gemeinden zu tragen. Und das können wir paar Freiwillige ja nur, wenn wir uns Partner suchen, mit denen wir sozusagen diesen Kanal mit Leben füllen. Die erste Partnerschaft, die sehr erfolgreich war, war mit der Fachhochschule Joanneum in Bad Radkersburg. Dort haben wir das einmal ausprobiert, wie diese Zusammenarbeit funktioniert. Und dieses Mal, Anfang dieses Semesters, sowieso, haben wir zwei extrem aufregende neue Partnerschaften. Die erste ist schon vorgestellt worden. Die erste ist mit dem Orte-Architekturnetzwerk. Aber diese Veranstaltung ist der erste Teil einer Doppelveranstaltung. Die geht am 28. September weiter. Und dort haben wir mit der ARGE Steirische Erwachsenenbildung sowie mit der Regionalentwicklung, Liederregion und Landentwicklung Südoststeiermark uns zusammengetan, um über die Zusammenarbeit der Bildungsanbieter zu reden. Also die Idee der Dorfuni ist eigentlich, ein Katalysator zu sein. Unser Mantra, das wir dieses Jahr sozusagen aus der Taufe gehoben haben, ist: die Zukunft der Bildung ist lokal. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Und die Konstanze kann vielleicht ein bisschen auch dann überleiten, was das heißt. Denn ich glaube, Bildung, die aus einem unglaublichen Meer von Möglichkeiten durch die neuen Medien schöpft, die muss neu organisiert werden und braucht vielleicht auch neue Räume. Darum geht es heute. Danke, Franz. Ja, das Thema dieses heutigen Abends ist ja genau neue Bildungsräume am Land für alle Generationen nah am Menschen. Und das ist wirklich der Versuch, den wir hiermit beginnen wollen, also noch viel stärker als die letzten Jahre, also als das letzte Jahr. Und die Intention der Dorfuni ist also Bildung für alle überall. Also das heißt wirklich eine Integration der unterschiedlichsten Altersgruppen, Bildungsschichten und also auch von jung bis alt. Und wir werden heute einige Beispiele sowohl für junge Menschen als auch für die anderen Altersstufen sehen, systematisch auch mit den Gemeinden in Kooperation begeben und sehen, wie wichtig Bildung ist, damit das Land auch eine Chance hat, weil die großen Bildungsinstitutionen sind üblicherweise in den Städten und am Land fährt man dann entweder dorthin, siedelt für das Studium oder sonst irgendwie dann in das jeweilige Zentrum. Aber eigentlich brauchen wir diese Bildung genauso am Land und deshalb also ist die Dorfuni angetreten, um das eben auch digital zu ermöglichen und mit anderen Akteuren in Kooperation zu gehen. Weil also es braucht diese lokalen Ankerpunkte, wo dann jeder an seinem Ort wieder weitermacht. Es ist nur die Anregung, die Beispiele, die wir überregional streuen wollen, gute Beispiele und dann auch wieder das lokal aufzugreifen, zu diskutieren, zu schauen, was kann das bei uns vielleicht bedeuten, welche Dinge würden wir machen wollen. Ganz kurz nur, damit man sich auskennt, wir haben drei Gruppen jetzt einmal auch in drei Gemeinden, die jetzt zuschauen und wir haben sehr viele Zuschauende auf, hoffe ich zumindest, auf YouTube. Ich muss jetzt dann gleich rübergehen. Und dort haben wir einen Chat. Ich werde mich jetzt dort rüber begeben und bin dann im Chatroom von YouTube ständig ansprechbar und werde das auch wieder in dieses Plenum hier herein channeln. Und die drei, vier Vertreter aus den Gemeinden werden dann auch am Schluss nach der Verdauungszeit, wir haben gesagt, wir geben dem Ganzen natürlich auch eine Verdauungszeit, wo man dieses, was bedeutet das für uns, auch ein bisschen erarbeiten kann. Wir sind extrem geizig, nur 40 Minuten oder weniger. Und dann werden einige Stellungnahmen auch über Video zu sehen sein und ich werde dazwischen funken und immer ein bisschen was vom Chat berichten. Danke. Ja, also alle, die irgendwelche Fragen haben oder Anregungen, Beiträge, einfach in den Chat schreiben und der Franz wird das hier reinspielen. In diesem Sinn mag ich die Reihe der Impulsvorträge beginnen
und die Flora soll sich nicht mehr voll einladen, dass sie uns etwas erzählt über ländliche Freiräume für selbstbestimmtes Lernen von Kindern, aber natürlich sind die Erwachsenen auch mit beteiligt. Und ja, Flora Sucis Nimmervoll ist Künstlerin und auch Designerin, hat Maß und Blum gegründet, unterrichtet auch, also in der Erwachsenenbildung. Und ja, vielleicht gibt es noch was zu ergänzen, aber bitte, Flora. Erstmal vielen herzlichen Dank für die nette Vorstellung und ich freue mich sehr, dass ich heute auch da sein darf und mein Projekt vorstellen kann. Ganz kurz zum Titel. Der Titel Die Wilde, freie Spielräume für Kinder am Land ist ein Teilbereich von einem größeren Forschungsprojekt mit dem Titel Surplus Dorf und Landstadt von Thomas Kronegger, das im Moment in Stetteldorf am Wagram läuft, bei dem es vor allem darum geht, Konzepte zu entwickeln gegen die Landflucht, wo es auch darum geht, wie macht man den ländlichen Raum, also wie bringt man Infrastruktur in den ländlichen Raum, wie bringt man die Gemeinde zusammen, wie kann man das stärken, wie kann man verhindern, dass die Menschen auswandern, sozusagen in die Stadt gehen, wobei man alles eigentlich auch am Land haben könnte. Genau, mein Teilbereich befasst sich dabei mit dem Kind, aus der Perspektive der Kinder, wie Kinder lernen, wie Kinder eine Gemeinde sehen und welchen Zweck sie erfüllen in einer Gemeinde. Genau. Wie ich schon erwähnt habe, das Thema des Kindes ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man eben eine Gemeinde analysiert und versucht, ein neues Konzept zu entwickeln. Kinder und Heimatbezug stehen eben ganz nah aneinander. Für mich, ich bin selber ein Landkind, ich bin am Land aufgewachsen und für mich hat sich der Heimatbezug und meine Identität ganz stark dadurch geprägt, wie ich damals als Kind mit dem Land umgegangen bin und der Heimatbezug spielt dabei eine wichtige Rolle und wie man vor allem eine Identität eines Kindes auch ausbilden kann, entwickeln kann. Dabei spielt für mich auch eine ganz wichtige Rolle, das Spielverhalten eines Kindes auch als Bildung zu sehen. Also es geht ja vor allem heute auch um neue Bildungskonzepte und wenn man sich den Begriff der Bildung auch anschaut, kann man auch wirklich so weit gehen zu sagen, das Spielen an sich ist auch schon eine Form von Bildung. Deshalb, weil das Kind durch Spielen lernen kann, wie es eben einen selbstbestimmten Umgang mit Gesellschaft, mit Sozialem, mit eigenen Fähigkeiten ausbauen kann und dadurch eben auch sehr viele Gesellschaftsstrukturen erproben kann. Daher darf man sozusagen den spielerischen Aspekt bei neuen Bildungskonzepten niemals vergessen, gerade in einem gerade im Kindesalter. Der Titel ist ja auch, im Titel steht ja auch das Wort Freiraum, also warum Freiraum schaffen. Es geht ganz stark darum, dass man die Möglichkeit Kindern eröffnet, ohne jetzt großartig durchgeplante Spielplätze, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selber zu entwickeln, selber auszuprobieren. Freiraum schaffen bedeutet auch, Orte den Kindern zu ermöglichen, bei denen sie die Möglichkeit haben, vollkommen selbstständig damit umzugehen. Das bedeutet, was ist, wenn dort einfach ein kleiner Kräutergarten angelegt werden kann von einem Kind selber? Oder was bedeutet das, wenn dort ein Stadel ist, den die Kinder für sich einfach aneignen können, und dort eigene Strukturen entwickeln, eigene Gesellschaftsstrukturen entwickeln. Also auch zu sagen, gut, es gibt jetzt zum Beispiel Mutter, Vater, Kind oder solche, also ist ja ein klassisches Spiel zum Beispiel. Also sie erproben sozusagen das, was sie in ihrem Umfeld erleben. Ja? Genau, also es geht vor allem auch darum, einen Freiraum zu haben, bei dem das Kind die Möglichkeit hat, alles auszuprobieren, alles zu tun.
Exemplarisch dafür habe ich mir einen Ort ausgesucht, auch ebenfalls in Stetteldorf, weil das Forschungsprojekt eben in Stetteldorf verankert ist. Nur am Ende von Stetteldorf, in der nächsten kleineren Ortschaft Starnwörth, welche auch zu der Gemeinde Stetteldorf dazu gehört, welche eigentlich nur eine kleine Grünfläche beinhaltet und einen kleinen Stadel und ein Presshaus, das eben so weit abgelegen ist von dem Ort, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich dort frei zu entfalten, ohne übermäßig beaufsichtigt zu sein, aber andererseits auch die Möglichkeit haben, wenn etwas passiert, einfach mal aufzuschreien, und in der unmittelbaren Nähe sind Erwachsene, sind Häuser, die das auch hören können und die auch die Möglichkeit haben, einzuschreiten, weil gerade bei Kindern es extrem wichtig ist, ihre Fähigkeiten für sie einzuschätzen, weil Kinder noch nicht in der Lage sind, ihre Fähigkeiten selbst einzuschätzen. Genau. Also das ist sozusagen exemplarisch dafür. Es geht natürlich auch darum, solche Freiräume da zu finden und auch dort zu lassen, nicht immer alles zuzubauen, sondern auch Möglichkeiten zu schaffen, dass Kinder einfach auch mal rausgehen, einfach nur mal in den Wald gehen oder einfach nur einen Ort finden, den sie für sich beanspruchen dürfen. Genau. Genau, also wie man hier sieht, das ist jetzt der Ort nochmal von der Vogelperspektive aus, auch natürlich mit einer Zeichnung, wo man genau sieht, wie der Ort beschaffen ist, wie der Ort aufgebaut ist. Wir haben auch Vermessungen vorgenommen, um dann auch die Möglichkeit zu haben, einzuschätzen, wo sind gegebenenfalls Gefahrenstellen, wo sind gegebenenfalls Möglichkeiten für Kinder selber einfach Hand anzulegen, zum Beispiel ein kleiner Abhang, der aber mit Bäumen abgesichert ist. Man sieht das hier auf dem Bild links auch. Es ist leider sehr dicht bewachsen, aber man sieht, wird schon die Idee, glaube ich, sehen können auf dem Bild, wo es zum Beispiel die Möglichkeit gäbe, dass Kinder Verstecke bauen, Treppen anlegen, in die Lösswände hineingraben und solche Dinge. Dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben solche Orte behutsam, also mit solchen Orten behutsam umgeht. Wie gesagt, es geht nicht darum, einen Spielplatz aufzustellen, bei dem alle Normen erfüllt sind, bei dem ja nichts passieren kann und jeder rechtlich abgesichert ist, sondern es geht darum, Orte zu finden, die schon so, wie sie sind, eine gewisse Anziehungskraft besitzen und ein gewisses Potenzial, dass man dort auch Kindern zutraut, hingehen zu können und dort spielen zu können. Hoppla, jetzt war es eins zu viel. So, genau. Ich habe vorhin schon ganz kurz erwähnt, zwei Gebäude, die sich an dem Ort auch befinden. Das ist ein Stadel und ein altes Presshaus. Die beiden, also der Stadel ist in hervorragendem Zustand, das Presshaus ist sozusagen in einem Zustand, der renovierungsbedürftig ist, wenn man das so sagen darf. Es geht aber auch ganz stark darum, sich zu überlegen, muss es sein, etwas Neues zu bauen, oder kann man auch etwas nehmen, was schon existiert? Gerade der Stadel, der wirklich so das archetypische Haus darstellt, ist ja ein ganz großartiges hölzernes Gebäude, das man eigentlich, wo man wirklich nicht, wo es eigentlich keinen Sinn machen würde, da jetzt noch etwas Neues dazu zu bauen, sondern man hätte wahnsinnig viele Möglichkeiten, diesen Ort zu nutzen, da vielleicht einen Ort zu schaffen, in dem die Eltern noch unterkommen können, wenn sie ihre Kinder begleiten, einen Ort zu schaffen, wo sie ihren Kaffee trinken können, während die Kinder draußen auf der Wiese spielen. All das ist sozusagen vorhanden. Man muss eigentlich nur sich umsehen und das Potenzial nutzen, das existiert. Ich habe vorher schon angesprochen, sehen, hören ist ein ganz wichtiges Thema für die Beaufsichtigung von Kindern, und zwar soweit eine Beaufsichtigung, die noch Sinn macht, ohne jetzt über zu beaufsichtigen. Das heißt, es spielen Sichtlinien eine große Rolle, es spielt Hören eine große Rolle, wie weit sind sozusagen die Eltern entfernt oder wie weit ist das nächste Haus entfernt, die noch die Möglichkeit haben einzugreifen, sollte doch mal etwas passieren. Allerdings immer sozusagen mit einem Maße, es geht darum, die Grenze zu finden zwischen Überbeaufsichtigung und Freiheit, dem Kind Freiheit zuzugestehen und ihm auch sozusagen Verantwortung über sich selbst zuzugestehen. Und jetzt noch zum letzten Punkt,
Genau, und zwar geht es um Wissen weitergeben. Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Kinder sich sozusagen selber ausprobieren dürfen an diesem Ort, aber auch natürlich im Zusammenhang mit Erwachsenen arbeiten dürfen. Das bedeutet, man kann Strukturen dort vielleicht vorfinden, vorbauen, anhand von denen die Kinder weiterarbeiten können. Man könnte ihnen einfach kleinere Anstöße geben, wie sie sozusagen mit vorhandenen Material arbeiten. Das Material sollte alles Material sein, was einfach ins Gebüsch geworfen werden kann, was verrotten kann, ohne dass Müll entsteht. Und wir beginnen auch mit heute bis Sonntag mit einem Projekt genau an diesem Ort mit Studierenden von der Donau-Uni Krems, solche Arten von Spielarchitektur anzufertigen, sozusagen anzusetzen, wo die Kinder dann einfach das Bedürfnis haben, weiterbauen zu können. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank und ich gebe weiter. Danke. Ja, danke, Flora. Vielleicht gibt es schon aus dem Publikum Fragen oder auch von online zu dem Projekt selber. Also wir haben jetzt die Zeit, dass wir da noch in die Tiefe gehen. Bitte. Also für mich ist so die Frage aufgetaucht, für welche Altersgruppe du das siehst. Also ich habe da, muss ich ganz ehrlich gestehen, keine fixe Altersgruppe, weil Orte immer auch mitwachsen mit den Kindern, gerade am Land. Das bedeutet, es gibt immer verschiedene Altersgruppen, die sich zu eben Gruppen zusammenfinden und der Ort wird sozusagen mit der Zeit einfach mitgebaut, mit erweitert und verändert sich. Das heißt, ich setze natürlich jetzt in der Form bei Kindern an, die so in etwa 5 Jahre alt sind, aber mit der Zeit werden die ja sozusagen größer werden, sie werden den Ort anders nutzen, sie werden andere Bedürfnisse haben an den Ort. Also das will ich so gar nicht genau einordnen. Mich würde interessieren, ob ihr euch räumliche Strukturen im Dorf überlegt habt, wo sowas stattfinden kann, wo zum Beispiel kein Autoverkehr in der Nähe ist, ob das so Hintausbereiche sind, die auch irgendwie vernetzt sind, ob die dann der Gemeinde gehören oder privaten, wie man das organisieren kann, ob ihr da weitergedacht habt. Also in dem Fall ist es ein privater Ort, aber es gibt von der Gemeinde jede Menge solche versteckten Orte, die wir bei einem Rundgang auch schon besichtigt haben. Das heißt, dieser Ort, den ich gewählt habe, ist eigentlich exemplarisch für mehrere Orte. Könnte auch natürlich auch in einer anderen Ortschaft sein. Für mich macht es weniger Sinn, das innerhalb eines Ortes, also im Zentrum anzusetzen, sondern wirklich eher im Randbereich. Wo wirklich die Kinder auch das Gefühl haben, dass sie dort nicht die ganze Zeit sozusagen beaufsichtigt sind oder die ganze Zeit unter der Fuchtel stehen von den Erwachsenen. Da geht es schon noch darum, dass sie die Möglichkeit haben, gut, ich gehe da jetzt einfach raus, ich gründe sozusagen meine eigene Gemeinde. Also darum geht es ja ein bisschen in diesem Spielerischen. Ja. Also wie kommen Sie dahin? Zu Fuß. Es gibt mehr oder weniger egal, vom Ort. Wir haben einen Wegplan auch angelegt während dem Forschungsprojekt, bei dem auch, das ist allerdings sozusagen von einem anderen Projekt ausgegangen, wo es auch um Schule geht, um Bildung und um Lernen, was allerdings ein bisschen kürzer gefasst war als meines, bei dem auch Wege analysiert wurden, die eben sicher sind. Also wo es eben nicht über Straßen geht, sondern eben kleinere Schleichwege, die den Kindern die Möglichkeit schafft, dass sie selbstständig dort auch hingehen können. Ja. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja. Ich hätte noch Fragen zur Organisation. Ja. Ist das schon ein Verein von Menschen, die das betreiben oder wie ist das? Derzeit noch nicht. Das ist in Planung. Und habt ihr schon euch überlegt, wie kommt ihr zu Erwachsenen, die das begleiten und unterstützen, betreuen? Die Idee wäre, eine Gemeinschaft, also einen Verein zu gründen über die dort ansässigen Leute. Wir sind auch im Gespräch mit der Gemeinde natürlich, die sehr offen sind für solche Konzepte. Allerdings will ich jetzt gar nicht zu weit gehen oder vorgreifen, aber sozusagen die ansässigen Leute dort sind sehr interessiert. Und die Erwachsenen machen das natürlich ehrenamtlich, nehme ich an. Ja, natürlich. Das Ideale ist, Omas und Opas, die ein bisschen Freizeit haben.
Ja, genau, genau. Aber es wäre auch nicht sozusagen ein großes Verwaltungsthema. Also es wäre, wenn man das so denkt, was wäre da Arbeit, die anfallen würde, wäre das eigentlich mehr einmal im Jahr aufräumen in diese Richtung. Einfach mal den Müll wegräumen oder einfach nur mal schauen, dass vielleicht alles wieder zu einem Ist-Stand zurückkommt, sofern das notwendig ist. Sie haben ja auch davon gesprochen, dass da Erwachsene in der Nähe sein sollen, dass da gewisse Präsenz. Sofern das Kind sozusagen die Beaufsichtigung benötigt oder die Nähe zum Erwachsenen benötigt. Die Freiheit, dass die Erwachsenen ihr Kind begleiten, sollte offen bleiben, weil ab einem bestimmten Alter, wo man sagen kann, ich traue meinem Kind zu, dass es da alleine hingeht und alleine dort arbeitet und ich weiß, rundherum sind Häuser, wenn es schreit, ist da schon jemand, beziehungsweise heutzutage hat jedes Kind ein Handy ab einem gewissen Alter, das ist nicht so organisiert, auf jeden Fall immer jemand präsent ist. Nein, nein. Also, weil Sie das ansprechen, Sie sprechen das vielleicht aus dem Grund an, weil Sie das vergleichen mit dem Abenteuerspielplatz, das ein ähnliches Konzept beinhaltet, was natürlich immer verwaltet sein muss und wo auch immer eine Betreuungsperson da ist. Dieses Konzept würde davon ein bisschen abweichen. Also ich würde mir eigentlich keine Beaufsichtigungsperson wünschen, weil die Kinder dann erst recht wieder das Gefühl haben, es ist nicht ihr Ort, sondern sie sind wieder nur da, wo die Erwachsenen auch sind. Und habt ihr das auch erforscht vom Rechtlichen her, also von diesen Haftungen, weil das ist immer das große Thema mit den Haftungen. Ja, und das Haftungs- und Sicherheitsthema. Das ist auch der Grund, warum diese normalen Gemeindespielplätze ja unheimlich fad sind, also das ist ja extrem sehr furchtbar. Genau. Und da natürlich, also wir haben auch in Herzogenburg bei uns ein bisschen ein Projekt, wo wir auch in die Richtung denken. Und da habe ich auch der Gemeinde so den Vorschlag gemacht, sie sollten doch bei den Kinderspielplätzen zumindest Wasser sollte sein, fließendes Wasser. Man sollte da Feuer machen können. Ja. Es soll dort Holz geben, damit man Hütten bauen kann und solche Sachen. Ja. Ja. Also wie macht ihr das? Wie lasst ihr euch da was unterschreiben oder wie macht ihr das? Also die ganzen Normen, die es ja heutzutage gibt, und das Sicherheitsthema ist wahnsinnig komplex mittlerweile. Es geht eigentlich darum, eine Utopie zu schaffen, die dagegen sozusagen wirkt. Das heißt jetzt vielleicht auch gar nicht, dass das jetzt über eine Verwaltung gehen muss oder dass das die Gemeinde absichern muss, sondern es geht eigentlich darum, sich auch ein bisschen darüber, also zurückzuversetzen in das, wie Kinder am Land damals oder wie ich am Land aufgewachsen bin, wie viele Kinder am Land aufgewachsen sind, nämlich, dass sie die Möglichkeit hatten, einfach rauszugehen und einfach tun und zu lassen, was sie verdammt nochmal wollten. Nicht ständig sozusagen die Angst hatten, dass sie von der Rutsche fallen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was Sie ansprechen, ein ganz hochkomplexes Thema. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe dafür keine Lösung. Aber es ist ein Thema, was mich persönlich stört. Und ich will nicht, dass meine Kinder aufwachsen in einer übervorsichtigen Fahrradhelm beim Rutschen aufhaben, wahnsinnigen Welt, wo ich gleich sozusagen jemand anzeigen kann, nur wenn mein Kind sich irgendwo das Knie aufschürft. Also, und das ist auch komplett kontraproduktiv. Ja, ich bin schon fertig. Also nur ganz kurz ein Satz noch, es ist kontraproduktiv für das Lernen des Kindes. Weil wie soll das Kind lernen, selber ihre eigenen körperlichen Fähigkeiten einzuschätzen, wenn ihnen sozusagen von vornherein schon gesagt wird, oder von vornherein eh schon überall ein Sicherheitsgitter ist und die Eltern sagen, geh da bloß nicht hin. Also, Das ist wirklich eine Gratwanderung. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke. Es ist auf jeden Fall komplex, sowohl Kinder und Eltern sind da meistens involviert. Herzlichen Dank, Flora. Dankeschön. Und als Nächster möchte ich einladen. Danke. Ganz kurz. Noch die Vorstellung. Judith Zöchmeister, sie hat das Büro Ortgang Architektur gegründet und forscht auch und hat einige Projekte jetzt, die sie uns vorstellen will. Vielen herzlichen Dank mal, dass du da bist.
ich arbeite sehr gerne so, dass ich Probleme mal allgemein fasse und eine allgemeine Strategie dafür finde, dann aber nicht in eine allgemeine Lösung falle, sondern ganz im Gegenteil wie bei einer mathematischen Formel ganz exakt Rahmenbedingungen einsetze und dann zu einer sehr ortsspezifischen Lösung komme. Das ist mir deshalb wichtig, weil es nur dann nachhaltig ist, weil es nur dann zum Ort passt und von selbst weiter wachsen kann. Bei der Schule heißt die Formel, also speziell wenn man Schule als Instrument der Dorferneuerung verwenden möchte, Schule hat Menschen, das ist die Lösungsformel, weil oft ist das Problem von Ortskernen, die schwächeln, ja die, dass tagsüber keine Menschen vor Ort sind. Und die einzigen Menschen, die, mit denen man dann arbeiten kann, sind die Leute, die in der Schule sind, sprich die Lehrer und die Schüler. Das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Da ist es aber jetzt wieder so, dass man sich sehr genau anschauen muss, was braucht der Ort und wie kann ich das synergetisch verknüpfen mit dem Ortsraum, dass beide Seiten gestärkt hervorgehen. Ich verwende ihn da, um auch zu zeigen, dass es wirklich eine genau passende Lösung sein muss, sehr gerne dieses Symbol des Puzzles. Und diese Synergien können jetzt sein, dass das Schulbuffet auch der Nahversorger ist oder zumindest eine kleine Feinkostabteilung, dass die Kinder ins Gasthaus Mittagessen gehen oder dass Computerräume geteilt werden und Einliegerbüros entstehen können oder Fortbildungsräume für Gemeinden, bis hin dazu, dass auch der Vorplatz der Schule ja eigentlich auch gleich der Dorfplatz und der Treffpunkt sein kann. Das mag das auch nicht so. Es geht darum, wie betten wir unsere Schule in den Dorf rein ein. Es geht jetzt nicht um die schulinterne Organisation primär. Und da muss man sagen, dass sich eigentlich in den letzten 200 Jahren nicht viel geändert hat. Das ist dann okay, wenn die Schule an sich stark genug ist und der Ortsraum rundherum stark genug ist, dann bedingen sich die nicht. Wenn die einander brauchen von der Personalausstattung her oder auch von der Infrastruktur her, dann ist es meiner Meinung nach besser, diese beiden Sphären atmosphärisch oder funktional und räumlich miteinander zu verbinden. Wenn wir jetzt Auftraggeber zuhören oder Gemeinden, mit denen ich arbeite, dann kennen die meine wilden Skizzen schon. Aber meistens kommt dann die Reaktion, aha, sie wollen die Menschen in die Schule lassen. Und ich versuche jetzt ein bisschen so aus der Werkstatt zu plaudern. Wir haben uns genau für diese Argumente sehr viel Material zusammengebastelt im Laufe der Zeit. Das ist also, wenn man so ganz abstrakt behandelt, ist das im Prinzip eine Schule, die nach außen abgeschlossen ist und nach innen Funktionsräume hat. Und es reicht oft schon, wenn man einen kleinen Reibungspunkt außen setzt, dass die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt und dass Leute außen, das heißt nicht, ich muss nicht alle in den letzten Winkel der Klasse lassen. Es reicht, wenn ich an der Oberfläche Reibungspunkte setze. Ich werde nachher das Projekt in Raxendorf vorstellen, genau das, was wir dort machen. Vielleicht gibt es gegenüber der Straße eine Funktion, die ich sinnvoll verknüpfen kann. Oder vielleicht hat die Schule Erweiterungsbedarf und lagert zum Beispiel Computerräume aus, die dann durch die Gemeinde als Fortbildung oder auch für Leute als Coworking Space verwendet werden können. Das ist das Projekt in der Oberschützen, das ich vorstelle. Oft gibt es auch Funktionen, die schon über den ganzen Ort verteilt sind. Dann gibt es einfach auch die Notwendigkeit, den öffentlichen Raum dazwischen zu attraktivieren und zu entschleunigen. Weil wenn dort nur Autoverkehr ist, wird sich niemand treffen. Man trifft sich nur zu Fuß und maximal noch am Fahrrad. Getragen wird das Ganze von der Bildungsreform und dem zugehörigen Autonomiepaket, das vorsieht, dass unsere jungen Heranwachsenden eigentlich von der Elementarpädagogik bis zum Eintritt ins Berufsleben begleitet werden. Und zwar nicht nur von der Schule, sondern von der Gesellschaft, von den Gemeinden, von den Vereinen. Das ist sozusagen die ganz rechte Säule in dem Ganzen, aber wir haben im Moment mehrere Umbauprozesse, die da mithelfen bei der Projektidee. Das ist auch der Wandel der Arbeitsplatzformen, das jetzt noch durch die Pandemie ganz stark verstärkt wurde, dass man eigentlich nicht mehr ortsgebunden ist mit dem Arbeitsplatz in vielen Branchen. Und aber auch der Wandel der Gesellschaft im ländlichen Raum. Da gibt es im Moment unglaublich gut gebildete und engagierte Leute, die zurückgehen und dort auch was bewegen wollen. Und die sind alle sozusagen die Rahmenbedingungen für mein Projekt, was natürlich einerseits toll ist,
weil es Chance auf neue gesellschaftliche Lösungen und auch baukulturell neue Lösungen gibt. Auf der anderen Seite hat man natürlich unglaublich viele Akteure und Schnittstellen und deswegen gibt es das Projekt, kurz gesagt. Also man schaut sich dann natürlich an, gibt es Best-Practice-Beispiele. Da ist auf der rechten Seite dargestellt eine Markthalle, die gleichzeitig Galerie ist und da ist es wirklich auf bilderbuchhaft gelungen, die Funktionen von dieser Galerie aufzusprengen, die Markthalle im Erdgeschoss hineinzuholen und dafür die ganze Verwaltung über den Platz zu verteilen, sodass auf diesem Platz den ganzen Tag was los ist. Und links ist das Projekt Fließ in Tirol, das immer als kooperatives Verfahren, als Vorzeigeprojekt gilt. Aber man muss sagen, der Erfolg ist, dass das schon viele Jahre vorher vorbereitet wurde. Also nicht erst ab dem kooperativen Prozess, sondern schon in der Vorbereitung und in der Bekanntmachung des Potenzials eines multifunktionalen Wohnbaus im Herzen der Gemeinde. Das hat das nichts mit Schule zu tun. Und wie gesagt, deswegen gibt es mein Projekt. Ich versuche das jetzt am Thema, wie kann ich Schule als Instrument der Ortserneuerung durchzuspielen. Und da gibt es halt einerseits links dargestellt 4 Standorte, wovon der oberste am weitesten schon ist und die anderen, also die letztgereihten Standorte noch in der Vorbereitungsphase. Und dann gibt es auf der rechten Seite ein ganzes Netzwerk, über die ich die Ergebnisse auch nach außen trage, weil das braucht es einfach, die sozusagen, dadurch, dass es so komplex ist und mit so vielen logistischen und verwaltungstechnischen Hürden auch belegt, wenn man diese Sphären zusammenbringt, braucht es einfach die allgemeine Bekanntheit. Also der erste Standort ist Raxendorf und da sind wir eigentlich mittlerweile in der Umsetzungsphase, also da ist die Studienphase abgeschlossen. Das ist ein südliches Waldviertel, nördlich von Melk, verkehrsmäßig ganz gut angeschlossen, sind über 20 Ortsteile mit insgesamt knapp über 1000 Einwohnern und der Siedlungsraum ist extrem intakt, also nicht zersiedelt, kompakte Ortsstrukturen, ein gutes Sozialgefüge, sehr viel Engagement in den Vereinen. Und die Bauaufgabe ist jetzt, dass immer zentral die Volksschule. Aha. Die Aufgabe war, also die Volksschule soll erneuert werden. Es war zu Beginn nicht klar, ob Neubau oder Sanierung. Beide Touren, das ist eine Gründerzeitschule, über 150 Jahre alt, mit einer Tourensaalerweiterung aus den 80er Jahren. Und es gibt einen sehr großen Alternativstandort, der ist da im Bildvordergrund zu sehen. Das ist also die Schule, das Gemeindeamt. Gegenüber hat sich auch die Feuerwehr und die Musikschule angesiedelt. Der alte Ortskern liegt eigentlich hügelaufwärts. Und es hat sich trotz kompakter Siedlungsraum halt dieser kleine Speckgürtel mit Einfamilienhäusern gebildet. Und die Schule ist aber lange Zeit als solitär da gestanden. Und mittlerweile hat sich, und also die einzigen 2 Geschosswohnbauten, die es gibt, ist einerseits ein betreutes Wohnen von der Caritas und ein genossenschaftlicher Wohnbau. Und es ging jetzt eben zu entscheiden, zunächst einmal bleiben wir am Standort oder gehen wir aufs neue Grundstück. Und da haben wir uns sehr viele Dinge angeschaut, unter anderem Blickbeziehungen, Durchwegung im Ort und aber auch immer im Hinblick auf die Entschleunigung. Und da hat diese Kurvenlage der Schule, die zwar gegenüber vom Gemeindeamt liegt, aber auf der Außenseite der Kurve, meiner Meinung nach eine ganz wichtige Bedeutung, dass der Durchzugsverkehr einfach abgebremst wird. Wir haben es uns dann im Hotel sehr genau angeschaut. Da sieht man noch einmal die Nahversorger und Gastronomie, die es aber jetzt nicht mehr geöffnet gibt. Und dieses Hinunterwandern des Ortskerns in Richtung Gemeindeamt und bestehender Schule und hier das Alternativgrundstück. Wir haben dann ziemlich schnell einmal beschlossen, wir bleiben, wenn es nur irgendwie geht, also das Raumprogramm unterzubringen ist am alten Standort und haben aber dann gleichzeitig überlegt, wie kann sich denn dieses neue Grundstück nachhaltig entwickeln. Das war ziemlich schnell geklärt. Ich habe nämlich einfach die Häuser da oben nochmal zugeschnitten, da unten hingestellt und gesagt, schaut es entweder schaut so aus oder wir überlegen uns für den Ort was anderes. Und dieses andere könnte sein, dass gegenüber von dem betreuten Wohnen eben auch eine verdichtete Wohnform, zum Beispiel ein Baugruppenprojekt ist mit einer aktiven Erdgeschosszone und einem Quartiersplatz rundherum und das eigentliche Ortszentrum soll bei der Schule bleiben.
da sieht man noch einmal, was eigentlich los ist. Also ich habe es im CAD-Modell aufgerissen, wenn wir dieses Gebäude da in der Kurve wegnehmen, obwohl da jetzt noch der Turnsaal eingezeichnet ist. Also da ist es dann einfach nichts mehr. Ja? Nachdem mir klar war, wir müssen in die Höhe gehen, gab es dann viele, viele Massenmodelle. Dann kommt man dann als Stadtplaner in die Situation, dass man sich mit modernen Schulgrundrissen auseinandersetzt. Da ist im Moment sehr aktuell ein sogenannter Marktplatz, deine Lernlandschaft. Nur wenn wir das auf unser dreieckiges Grundstück als eine Ebene geben, geht sich das schlicht und ergreifend nicht aus. Was aber auch nicht erforderlich ist, weil das immer davon ausgeht, dass es 4 Stammklassen gibt, die in einen Lernbereich hineinarbeiten. In Raxendorf sind von den 4 Unterrichtsräumen 2 bis 3 permanent besetzt. Das heißt, der jeweils andere fungiert eigentlich als Rucksackklasse. Somit kann der zentrale Freiarbeitsbereich sehr klein werden, aber auch das bekommt man nicht am Grundstück hin. Das heißt, ich habe jetzt für Raxendorf eine dreidimensionale Lösung erarbeitet, wo diese Lernlandschaft sozusagen dreidimensional aufgefaltet wird und die Klassen nicht gegenüberliegen, sondern übereinander angeordnet sind und der freie Arbeitsbereich und die Lehrerbereich in der Mitte drinnen. Im Modell schaut das dann so aus, dass das eben rot angelegt, dieser schulische Bereich ist und das gesamte Erdgeschoss auch als Besucherzone ausgebildet werden soll. Der Turnsaal ist jetzt schon von Vereinen belegt. Die Aula war ein starker Wunsch in der Gemeindeumfrage, die meinem Projekt vorausgegangen ist. Und wir wollen auch die Ortsbibliothek von außen zugänglich, also die Schulbibliothek von außen zugänglich machen, dass sie gleichzeitig Gemeindebibliothek sein wird. Und der Werkraum soll der mobilen Volkshochschule, die es dort gibt, auch zur Verfügung stehen. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Umsetzungsphase. Nachdem ein Split-Level-System nicht einfach zu durchschauen ist, ist es einfach ein ganz wichtiges demokratisches Werkzeug, das sowohl die Lehrer, der Schulausschuss, auch alle Sonderfachplaner mit eingebunden werden können. Und die Gemeinde, also es gibt natürlich einige Diskussionen jetzt mit dem Landeshochbau und mit der Bildungsdirektion, aber die Gemeinde steht jetzt voll hinter dem Projekt, weil wir das einfach gemeinsam mit dem Schulausschuss über mehrere Monate hinweg dieses Konzept erarbeitet haben. Und das merkt man in dem Artikel in der Gemeindezeitung. Der nächste Standort ist Oberschützen im Südburgenland. Der liegt nördlich von Oberwart, östlich von Pinkerfeld und ist eingebunden in eine wunderbare Bildungslandschaft. Also speziell Oberwart und Pinkerfeld gibt es hervorragende berufsbildende Schulen. In Oberschützen selber gibt es historisch bedingt eine extrem hohe Dichte an Schulen mit 2 Gymnasien, einer neuen Mittelschule, Volksschule, Kindergarten sowieso. Und dazu gibt es noch die Expositur von der Kunstuniversität Graz, also ein Musikinstitut und ein Kulturzentrum, das sich da dran gehängt hat. Diese Bildungseinrichtungen sind zu 3 Komplexen zusammengeordnet. Das älteste ist im Grunde genommen dieses Wimmer-Gymnasium mit Diakonie, Kirche und Schülerheim. Das Realgymnasium, das funktional mit dem Wimmer-Gymnasium verbunden ist und das neu entstandene Kulturzentrum gegenüber und die Aufreihung von Musikschule, Volksschule, neuer Mittelschule, Hügel aufwärts. Das heißt, die sind ein bisschen isoliert, weil da geht es ziemlich steil hinauf. Es gibt dort einige Projekte, die anstehen im Ort, ja, unter anderem die Entwicklung des ehemaligen Bahnhofsareals und einen Turnsaal-Neubau bei dem Gymnasium. Und da haben wir gesagt, da soll die Gemeinde im Hinblick auf die Ortserneuerung ansetzen und auf die Projekte aufziehen. Ich lasse das jetzt aus, aber es geht im Grunde genommen zum Beispiel bei dem Hauptplatz darum, dass das ehemals freie Feld vor dem Gymnasium mit dem gegenüberliegenden Kulturzentrum jetzt als Parkplatz benutzt wird und entweder voll besetzt mit Autos ist oder eine komplette Wüste. Und da gibt es eben die Überlegung von allen Seiten, den Raum zu bespielen. Und nachdem dort jedes Parkplatz ein halber Weltuntergang ist, haben wir jetzt einfach mal mit einem minimalen Eingriff atmosphärisch dargestellt, was möglich ist. Also in Corona-Zeiten ist ja Treffen draußen ein Vorteil. Auch die Pausengestaltung draußen ist in Corona-Zeiten ein Vorteil. Das ist ein Foto, das gibt es 50 Jahre nach, also 50 Jahre Jubiläum Kulturverein. Die haben das draußen abgehalten.
Und dieses neue Bahnhofsareal wird zum Radweg umgestaltet, die Trasse. Da haben wir uns eben auch überlegt, was ist, wenn da eine Fahrradwerkstatt entsteht? Was ist, wenn sich dort Gastronomie ansiedelt? Was ist, wenn da ein kooperatives Wohnprojekt, wer heute bei der Exkursion dabei war, das ist 1:1 Architektur des Gleis 21, das wir uns ausgeborgt haben für die Collage. Und wenn dann dort auch Leute hingezogen sind, die open-minded sind und die eine zentrumsnahe gemischte Struktur schätzen, dann, und jetzt sind wir wieder beim Schulthema, dann entstehen auch Coworking Spaces, Startups, wo die Leute, die in Pinkerfeld, in Oberwart wunderbare Ausbildungen kriegen, vor Ort bleiben und nicht täglich nach Wien pendeln oder überhaupt nach Wien abwandern. Die Seite wäre mir noch wichtig, ist aber nur eine, weil wir noch mittendrin sind, eine Einschätzung der Erfolgskriterien. Es braucht die Bereitschaft der Gemeinde. Das klingt komisch, aber es ist wirklich ein tiefgreifender Prozess und die müssen sich die Zeit nehmen. Es braucht eine genaue Analyse von außen auferlegte Ziele oder auch romantische Ziele seitens der Bewohner haben überhaupt keinen Sinn. Also in Raxen dafür haben versucht, den Nahversorger wieder aufzusetzen. Das geht nicht, das sind zu wenige Leute vor Ort. Es gibt genug Förderungen, aber die Fördermöglichkeiten sind mittlerweile so unterschiedlich und so dicht und so speziell, dass man da wirklich suchen muss. Nämlich nicht für die Errichtung, sondern schon für die Studie. Dann, wenn es geht, wie es in Raxendorf war, auf aktuelle Projekte der Gemeinde aufbauen. Da erreicht man viel mehr diese Kooperationsgemeinschaft. Dann ein anderes, es gibt in jeder Gemeinde Dinge, die gut funktionieren. Dort muss man ansetzen und darauf aufbauen und in die Richtung der Schwächen arbeiten. Und was ich total unterschätzt habe, wie ich begonnen habe, zeitgemäße, zentrumsnahe und gemischt genutzte Wohnformen mitdenken. Weil das sind die Leute, die dann unsere lebendigen Ortszentren auch lebendig machen. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Ich wollte nur nochmal diese drei Säulen, Umbau, Bildungslandschaft, Wandel der Arbeitsplatzformen und Wandel der Gesellschaft im ländlichen Raum als Schlagworte bringen, weil ich glaube, dass das für alle vier Projekte, die heute vorgestellt werden, im Grunde genommen die Rahmenbedingungen sind. Ich würde ganz kurz Fragen zulassen und sonst denke ich, müssen wir die Diskussion und alles weitere dann nach hinten verlagern, weil wir schon drüber sind. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Bitte. Mich hätte speziell das Projekt in Oberschützen, Oberwart, da diese Gegend interessiert. Da habe ich jetzt nicht verstanden, wie weit das ist, wie wahrscheinlich eine Umsetzung in Zusammenarbeit der Gemeinde. Ja, dort sind wir eben anhand dieser Projekte, die zukünftig anstehen. Eben der Umbau des Bahnhofsbereichs, der geplante Wohnbau dort am ehemaligen Bahnhofsareal, die notwendige Umnutzung des denkmalgeschützten Bahnhofs, der Turnsaal-Neubau beim Gymnasium. Das sind alles Projekte, auf die man aufsetzen kann. Und wir sind gerade in der Phase, einfach die Entscheidungsträger dort zu sensibilisieren, zu sagen, man braucht einmal eine Gesamtidee, wo will ich in 10 oder 15 Jahren stehen. Und wenn dann ein Projekt daherkommt, dann treffe ich die Entscheidungen anhand dieses Projekts, aber mit dem Fernziel, wo will ich denn eigentlich hin? Und dann, wenn ich weiß, schadet jetzt oder hilft die Entscheidung da, wo ich hin will, oder hilft eine andere Entscheidung besser, dann sind aber auch Entscheidungen viel schneller zu erzielen. Aber man muss einmal dieses Fernziel definieren. Und da sind wir gerade dabei, sehr viel Bewusstsein der Gemeinde zu schaffen. Daher auch die vielen Collagen. Und danke an den Christoph, der unglaubliche Geduld hat in der Visualisierung. Ja, danke. Man sieht die Komplexität der Aufgabe. Ja, verlagern wir die Diskussion in die Schlussrunde. Genau, bitte. Gut, dann danke nochmal. Ja, ich möchte die Renate Miele und Barbara Sturmlechner aus der wissbegierigen Region Weinviertel Mannhardtsberg ersuchen um den nächsten Vortrag. Und ja, also Renate Miele leitet das seit 2008 und Barbara Sturmlechner ist also für den Bildungspart verantwortlich. Herzlichen Dank. Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Mein Name ist Renate Miele. Ich betreue seit 2008 eine LIDA-Region. Vielleicht kurz erwähnt, LIDA ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und unterstützt die Entwicklung der ländlichen Räume.
Wir sind nicht die einzige LIDA-Region. Wir sind 77 derzeit in Österreich, 18 in Niederösterreich und ich glaube über 2500 in ganz Europa. Soweit unsere Region. Die Voraussetzungen ist halt immer, dass ein Verein gegründet wird, die Mitglieder sind aber Gemeinden. Also man kann nicht als Privater da beitreten, sondern es muss die Gemeinde beitreten. Dankeschön. Und in unserem Fall sind das 24 Gemeinden. Das ist der Bezirk Hollerbrunn, den Sie hier sehen auf der Landkarte. Das ist die gesamte Landschaft Niederösterreichs. Das heißt, wo immer vielleicht Sie auch aus Niederösterreich sind, sehen Sie es wahrscheinlich, wo Sie eine LIDA-Region haben. Da gibt es auch immer ein Büro und quasi die Gemeinde ist Mitglied dieses Vereins. Was das Gute daran ist, es unterstützt vor allem auch gemeinschaftliche Projekte, kooperative Projekte. Das geht von natürlich Kooperationen von Unternehmen, aber auch Naturschutz, kulturelle Erhaltung kultureller Güter bis zu soziale Dienstleistungen, Gemeinwohl in die Richtung. Das heißt, es ist sehr breit, das Angebot. Und das Gute auch, es ist ein Förderangebot. Es sind auch Fördergelder hinter einer LIDA-Region aus dem Landwirtschaftsfördertopf der Europäischen Union. Ja, in unserem Fall, wir sind eben schon das dritte, vierte Mal LIDA-Region, der Bezirk Hollerbrunn, und haben in dieser Periode, die geht jetzt noch, also die hat 2015 begonnen, geht noch bis, also hätte schon beendet werden sollen 2020, wir haben jetzt noch zwei Übergangsjahre und wir haben in diesem Zeitraum schon über 100 Projekte geschafft, es wurden über 6 Millionen Euro investiert und man kann sagen, bei den Projekten, die wir vor allem immer bei uns eingereicht werden, kann man so an die 50-60% Förderung lukrieren. Aber das Schwierige ist eben, man kann es nicht allein einreichen, also in unserem Fall, bei unserer Region speziell, sondern eben Kooperationen. Seit 2009 beschäftigen wir uns auch mit der Erwachsenenbildung. Lebenslanges Lernen ist natürlich ein wichtiges Thema im LIDA-Bereich, in der Regionalentwicklung natürlich. Wir sind auch, also Hollerbrunn ist ja auch eine Schulstadt, nicht nur eben zwei Gymnasium und Mittelschule, Volksschulen, auch einige höhere Schulen, also es ist wirklich sehr gut aufgestellt. Nur danach, nach der Matura, sind sie fast weg, kann man mal sagen. Gehen sie natürlich nach Wien oder sonstige Städte oder ins Ausland. Das ist natürlich auch ein Thema bei uns in der Regionalentwicklung. Man merkt schon, Hollerbrunn, der Speckgürtel, geht, da ist auch Zuzug, aber alles, was so an der Grenze zu Tschechien ist, ist natürlich schwächer besiedelt. Wir haben aber mit dem Projekt im 2009 schon mal begonnen und haben geschaut, wie viele Vereine, wie viele Bildungsanbieter gibt es denn und eben auch mit den Schulen zu arbeiten und haben damals schon begonnen als lernende Region. Das war damals schon Unterstützung vom Landwirtschaftsministerium und haben dort schon begonnen, einmal Vereine zu gewinnen, zusammenzuarbeiten, welche Angebote sie haben. Vielleicht können wir uns auch besser vernetzen, gemeinsames Marketing machen. Und ja, das Ganze hat dann auch noch, ist dann weiter fortgegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen Bildung natürlich in den ländlichen Raum bringen, in die Orte raus, in die Gemeinden. Wir haben ja 24 Gemeinden und wir haben eben 2010, glaube ich, haben wir überlegt und gesagt, ja, wir würden gern auch die Gemeinden mehr ins Boot holen. Es gibt Leerstand im Ortskern, gerade auch im nördlichen ländlichen Raum. Wie können wir das entwickeln und vor allem für Erwachsenenbildung zugänglich machen und das Ganze vernetzen mit den Bildungsanbietern? Und da war die Idee zunächst auch, wir brauchen aber auch eine Infrastruktur. Es gab einige oder es gibt leider auch immer noch Räume, die leer stehen, vor allem auch Pfarrhöfe, leere, das ist jetzt auch ein starkes Thema, leere Gemeindesäle, Ortszentren, die leer sind. Das ist natürlich ein Thema und da haben wir mal gesagt, wir starten mal einen Aufruf, einen Förderaufruf und an unsere Gemeinden, wer hat Interesse, wer hat den Leerstand, wer hat auch Personen, die da mittun würden in den Gemeinden, um diese Leerstände quasi oder diese Räume zu bespielen. Und zwar speziell halt für Erwachsenenbildung in unserem Fall oder eben für Veranstaltungen der Vereine etc. Das ist ja auch Bildung. Wir haben den Aufruf gestartet, haben wenigstens 5 Gemeinden uns erwartet, dass die dabei sind
und haben dann wirklich mittlerweile 11 Gemeinden gewonnen, doch fast die Hälfte unserer Region, die da mitgemacht haben. Das Projekt läuft heuer aus. Es sind 2 Gemeinden noch in Umsetzung, sonst sind alle fertig. Das freut mich voll. Und es gibt auch schon 2 weitere Interessenten an Gemeinden, die das auch initiieren wollen. Was heißt jetzt so ein Bildungsraum eigentlich? Ich meine, das Ziel war natürlich, die Räumlichkeiten zu nutzen mit moderner Technik. Es muss WLAN, digital, Internetanschluss da sein, aber auch ein bisschen die Technik vom Beamer, von Audiogeräten, Smartboard gibt es auch dort oder da in einem Raum und eben dieser Zusammenschluss mit den Bildungsanbietern. Das war mir wichtig, dass wir in diese Richtung gehen. Da sieht man ein bisschen einen Querschnitt dieser Räumlichkeiten. Wir haben eben in diesen 11 Gemeinden wirklich unterschiedlichste Räume. Da gab es zum Beispiel natürlich den Neubau eines Feuerwehrhauses und die haben das Obergeschoss natürlich als Bildungsräume gemacht, haben das aber auch gleich geöffnet eben für die Vereine, für eben als Bildungsraum. Wir haben 2 Räumlichkeiten, da gab es schon eine Winothek, klassisch für unser Weinviertel, das nutzen wir auch für Bildungsveranstaltungen. Also kann man auch gute Vorträge haben und das hat sich einfach super ergeben. Dann gab es auch ein altes Museum, das auch einen größeren Raum hatte. Auch das ist eben gleich umgebaut oder zumindest ein bisschen mit der Infrastruktur verbessert worden. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben auch ein Hotelgebäude dabei, das eben sich öffnen möchte. Das ist teils gehört der Gemeinde, teils gehört dem Hotel, einer Hotelkette. Und die werden das jetzt auch gemeinsam quasi bespielen und eben nicht nur die Gäste quasi gewinnen, sondern natürlich auch die Bevölkerung und das ganze Umfeld. Also wirklich sehr breit. Und ja, soweit. Also das Ziel war auch, wir haben hier Angebot gegeben von 30.000 Projektvolumen eigentlich, also Förderbudget, und haben gesagt, die Voraussetzung ist, dass ein Team vor Ort in jeder Gemeinde ist, die diesen Bildungsraum auch betreut. Das heißt, ideal wäre eine Person aus der Verwaltung, aus der Gemeinde, eine Person, die sich mit der Technik auskennt und das spielen kann und eine dritte Person noch ideal, die sich fürs Marketing, ums Marketing kümmert und eben diese Veranstaltungen auch organisiert. Das wurde soweit auch geschafft, das mussten sie ja auch als Voraussetzung quasi, haben sie sich verpflichtet und auch, dass pro Jahr 3 bis 4 Veranstaltungen stattfinden. Soweit ganz gut. Wir haben dann eben ja, unsere Bildungsteams hier, wie gesagt, jeder der 11 Orte, Gemeinden hat ein Team geschafft, das auf jeden Fall. Ja, dann waren wir soweit und haben gesagt, so und jetzt starten wir los. Jetzt haben wir schon die ersten Bildungsräume quasi eingerichtet. Ja, und dann kam Corona. Das hat uns jetzt nochmal vor neue Herausforderungen gestellt, muss ich sagen, nicht? Weil das auf online gleich umstellen, das haben sich viele noch nicht getraut, da sind wir lang noch nicht so weit, hätten wir gern, aber da arbeiten wir noch viel mehr dran. Ja, und vielleicht jetzt noch ergänzend würde ich gerne die Barbara bitten, haben wir nicht nur eben die Räume installiert, sondern auch noch ein bisschen Belebung der Räume und das würde gerne die Barbara bitten, dass das du bringst. Wir haben nicht nur diese Infrastrukturprojekte, von denen es jetzt momentan 11 gibt, sondern wir haben auch ein zusätzliches Projekt auf die Welt gebracht mit dem Titel Bildungsregion. Hier ist auch quasi diese Marke Wissbegierig entstanden, unter der wir schon angekündigt worden sind. Wir haben uns von vornherein vorgenommen, dass wir die ganze Region als Einheit betrachten wollen, dass wir die Region attraktivieren wollen durch Bildung, dass es um ein Miteinander geht, dass es ein Drama ist, wenn die Leute in der Nachbarortschaft schon nicht mehr wissen, was in der Gemeinde nebenan so alles vor sich geht. Es muss irgendwie ein Miteinander geben. Wir wollen die Leute zum Tun motivieren. Es passieren so viele Dinge, die Leute fangen motiviert an und nach einem halben Jahr oder schlimmstenfalls nach einem halben Jahr, bestenfalls nach 3 Jahren, jetzt ist irgendwie die Luft draußen und jetzt wollen wir nicht mehr. Das sind Dinge, die wollten wir vermeiden, ja, und wollten versuchen, da ein bisschen dran zu bleiben und auch den etwas sperrigen Begriff Bildung ein bisschen mit mehr Kraft versehen und zu den Leuten bringen. Und so auch ein bisschen einen niederschwelligeren Zugang
finden. Das Projekt ist aufgebaut auf 3 Jahre. Wir befinden uns jetzt langsam Richtung Ende. Bis Dezember geht es noch. 3 Jahre ist das längste Projekt, die längste Projektdauer für ein LIDA-Projekt. Länger geht es nicht, ja, deswegen leider nur 3. Ist ungefähr 110.000 Euro schwer, die wir bunt gemischt für Personal, Marketing und auch Weiterbildung, nicht für uns selber, sondern für die Leute, die die Bildung machen, ausgegeben haben. Und das Projekt ist gesteuert von einem 5-köpfigen Team, die auf sehr unterschiedlichen Ebenen Fachleute sind. Wir haben die Regionalentwicklung natürlich, wir haben das Marketing, wir haben Erwachsenenbildner und Trainer, die auf ihrer eigenen Ebene unterwegs sind, aber auch gut vernetzt sind niederösterreichweit. Und wir haben die Landesdatenbank Bildungsangebote.at auf unserer Seite, mit der wir eigentlich alles gemeinsam umsetzen. Das Projekt ist aufgesetzt auf 3 Säulen. Wir haben die Ausbildung, wo ich vorher schon gesagt habe, wir haben uns an diese Bildungsteams, die wir mit der Infrastruktur aufgebaut haben, und natürlich an alle anderen interessierten Anbieter, Referenten, Referentinnen gewendet und ihnen ein breiteres Wissen angeboten, wie man denn erfolgreich sein kann mit kommunaler Bildung. Das ist auf der einen Seite, für wen und mit wem wir mit der Gemeinde arbeiten, wie komme ich an die Leute heran, wie kann ich überhaupt identifizieren, was die brauchen und was die wollen, ja? Wie man strategisch ein Programm planen kann, und natürlich, wie man auch selber professioneller Werbung machen kann. Die Werbung ist ein anderer Teil, das ist natürlich bis zum gewissen Grad der Kernpunkt. Ja, wir haben die Marke Wissbegierig auf der einen Seite geschaffen, wir haben aber vor allem, und das war das größte Ziel und auch die größte Herausforderung, ist es nach wie vor, ein gemeinsames Programm für die gesamte Region herausgebracht. Das heißt, unsere Intention ist jetzt nicht nur selber neue Programmpunkte auf die Welt zu bringen, sondern vor allem das, das eh passiert, unter einen Hut zu bringen und gemeinsam auf einem Papier zu bewerben, dass halt der Mensch aus Suttenbrunn, der zur Gemeinde Hollerbrunn gehört, auch weiß, was in Schöngrabern passiert, was zur Gemeinde Grabern kehrt, aber nur 2 Kilometer weiter ist. Ja? Und da hat es halt oft gehapert. Ja? Das war eben der große Clou. Wir haben zuerst begonnen mit einem Semesterprogramm. Mittlerweile haben wir es Corona-bedingt auf ein 2-Monats-Programm heruntergestrichen, um halt ein bisschen mehr Flexibilität zu bringen. Aber ja, und Networking natürlich nicht zu vergessen. Abschließend möchte ich sagen, diese 2 Projektansätze, die Infrastruktur und die Bildungsregion als solches, funktionieren nur miteinander. Ja, es ist eine perfekte Symbiose, es harmoniert ganz gut, weil eben auf der einen Seite haben wir die Menschen, die bis zum gewissen Grad verpflichtet sind oder sich verpflichtet haben, etwas zu tun. Und auf der anderen Seite versuchen oder halten wir sie mit dem Projekt, wo jemand im Büro sitzt, bei Laune, erinnern sie immer wieder daran, du, es ist jetzt wieder Deadline, es gehört wieder was gemacht, und das funktioniert ganz gut. Wir haben einen Ansprechpartner in jeder Gemeinde. Ja, wir haben insbesondere die Bildungsgemeinderäte intensiv ins Boot geholt und haben so in der Gemeinde ein Bewusstsein geschaffen, dass der Bildungsgemeinderat auch für Erwachsenenbildung zuständig ist. Das war nicht immer allen ganz klar. Es ist natürlich abhängig von den handelnden Akteuren, ob es gut funktioniert, ob es nicht so gut funktioniert. Aber das Thema hat man immer und überall. Wir begrüßen es, wenn voneinander gelernt wird. Abschauen erwünscht ist unsere Devise. Ja, wenn im Nordosten was gut funktioniert, kann es im Südwesten genauso gut funktionieren und keiner merkt es. Ja. Und das ist gut so. Ja. Und wir haben uns sehr stark bemüht, eben unter anderem durch die installierte Technik in den Bildungsräumen digitale Veranstaltungsformate auf die Welt zu bringen. Corona hat uns das Leben hier ein bisschen erleichtert, weil plötzlich alle mussten. Ja. Deswegen haben sich auch viele getraut, aber doch nicht alle. Was nicht ist, kann noch werden. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser für viele. Und ja,
Es wird weitergehen, hoffe ich. Wir arbeiten am Nachfolgeprojekt zum nächsten Mal für die nächsten 2 Jahre. Und Bildung macht glücklich. Danke sehr für das Stichwort. Ja, auch hier kurz Fragen wären möglich, aber nicht allzu lang, bitte. Wir sind immer noch ein bisschen über der Zeit. Wie dieses schöne Bildungskonzept und diese Entwicklung dann in den Arbeitsmarkt quasi hineinführt oder was auf der, das muss ja irgendwo dann auch in der Region möglich sein, anzuwenden. Wir haben uns eher auf die, gar nicht auf die Ausbildung in dem Sinn, sondern wirklich nur Freizeit, Erwachsenenbildung, einfach eher so im das wichtige Angebote sind natürlich alles, was Gesundheit und so betrifft oder eben regionale Produkte, das ist natürlich unser Thema am Land, also diese Sachen gehen sehr gut. Wirklich so in Richtung Aus- und Weiterbildung haben wir es eigentlich noch nicht forciert in die Richtung. Also dass wir es hier wirklich noch mehr vernetzen mit Schulen, wie eigentlich am Anfang schon ein bisschen erwähnt, aber das haben wir jetzt bislang eigentlich noch nicht so gehabt und geschafft, aber wäre ein interessanter Ansatz, ja. Wir bemühen uns, dass wir zum Beispiel auch Angebote von einem WIFI oder von einem regionalen Innovationszentrum und solche Dinge mit in unser Programm mit aufnehmen, sofern wir es denn kriegen, ja, und sofern auch was stattfindet. Aber an sich ist, wie die Renate vorher schon gesagt hat, dieser freizeitliche Ansatz mit Vorträgen von einer VHS oder von Ärzten, die am Abend stattfinden, oder Workshops, die ein Kunsthandwerker anbietet, eher die Schiene, auf der wir uns bewegen. Oder jetzt sehr stark der Klimaschutz natürlich, das ist jetzt das Thema auch. Da kommt viel, glaube ich. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Sonst sage ich herzlichen Dank und alles Weitere dann danach, bitte. Ja, wir sind noch, also mit einem Vortragenden, dem Dr. Iger Brusic, der also aus dem Bereich der internationalen Telekommunikation kommt und also Prokurist von der NÖGIG ist, das ist eine niederösterreichische Gesellschaft, um das Glasfasernetz auch zu verbreiten. Und er wird uns seine Überlegungen vom Straßendorf zum Erlebnis- und Flanierdorf erzählen. Bitte sehr. Und nachdem er nicht hier im St. André Wörthern ist, sondern online, haben wir jetzt eine Online-Präsentation. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Begrüßung, für meine Vorstellung und auch die Möglichkeit, hier in der Veranstaltung einiges zu erzählen aus einem Bereich, in dem ich schon lange Zeit tätig bin. Ich hoffe, es wird auch klappen, rein technisch gesehen. Ich bin hier in Klagenfurt, sitze in einem Konferenzzentrum, in einem Presseraum und ich hoffe, dass meine Internetanbindung gut ist. Am Anfang, wo wir, also ganz am Anfang, wo die Rede war, es ist eben quasi der Titel von Straßendorf zum Erlebnisdorf und Flanierdorf und Glasfaser macht es möglich. Da könnte man fast denken, Glasfaser quasi als neues Baumaterial vielleicht, ja, aber dem ist überhaupt nicht so. Ich rede hier vom schnellen Internet. Genau das, was wir jetzt gerade nutzen, um uns alle zusammen aus unterschiedlichen Standorten zu vernetzen, das wir fast schon als selbstverständlich nehmen. Das aber nicht selbstverständlich ist, deswegen, weil wir überwiegend in Österreich noch überwiegend über Telefonnetze den Zugang zum Internet suchen. Und Telefonnetze wurden nie dafür gebaut. Wir können nur froh sein, dass es noch immer funktioniert, aber für schnelles Internet wurden Telefonnetze nicht gebaut. Ich bin schon seit 30 Jahren in dieser Telekommunikationsbranche, könnte sagen, ich bin ein Experte, aber die letzten 15 Jahre beschäftige ich mich ausschließlich mit dem, wie man Glasfasernetze flächendeckend in den ländlichen Raum bringt. Vor genau 7,5 Jahren habe ich ein Projekt initiiert im Land Niederösterreich. Und dieses Projekt ist zur Umsetzung gekommen, eben mit der schon erwähnten NÖGIG, die als Träger
fundiert. Ich bin der Gründer der NÖGIG, könnte man sagen. Ich bin jetzt auch noch immer im Management der NÖGIG zuständig für die Strategie- und Geschäftsfeldentwicklung. Und da wir in den letzten 5 Jahren in Niederösterreich 35.000 Anschlüsse schon gebaut haben in 37 Gemeinden, deswegen bin ich auch sehr viel unterwegs gewesen, eben in diesen niederösterreichischen Gemeinden. Und da ist mir einiges aufgefallen und das möchte ich einfach mit euch teilen. Bevor ich damit anfange, also mit dem Teilen dieser Erkenntnisse, bevor ich damit anfange, möchte ich euch nur ganz kurz in die Thematik einbringen. Worum geht's hier denn eigentlich? Und da gehe ich eigentlich sofort in Medias Res, ohne viel über Technik oder die Problematik zu reden, nämlich Glasfaseranschluss des Hauses ist ein Infrastrukturprojekt. Neben Strom, Gas, Wasser und Abwasser ist die Glasfaser eigentlich die nächste Infrastruktur, welche zu jedem Haus oder wir sagen zu jeder Nutzungseinheit gehört und das nur einmal. Die Glasfaser ist ein natürliches Monopol. Also es ist eine Infrastruktur, was viele, viele bis vor kurzer Zeit nicht verstanden haben. Und Infrastruktur ist aber kein Werkzeug. Werkzeuge lösen nämlich nur bestimmte Probleme, sie dienen zu einem bestimmten Zweck. Infrastruktur hingegen ist extrem flexibel und kann sehr, sehr vielseitig eingesetzt werden. Das ist eine Erkenntnis sozusagen, die jetzt außerhalb meiner Telekommunikationsexpertise geht, aber das ist auch etwas, was ich immer wieder wiederhole. Wir haben kein Breitbandproblem, kein Technikproblem, wir haben ein Infrastrukturproblem und als solches sollten wir es auch angehen. Was dann aber mit Infrastruktur, wenn sie errichtet wurde, passiert, das haben wir gesehen am Beispiel der Straße, des Stromnetzes, ja auch des Telefonnetzes. Dass man am Anfang eines solchen Infrastrukturprojektes nicht vorhersehen kann, für was es alles verwendet wird, aber danach sehr wohl sich der Bedeutung dieser Infrastruktur bewusst werden. Und diese Infrastruktur, die wir jetzt bauen, ist die nächste Infrastruktur, die uns in den nächsten Jahrzehnten, ja wahrscheinlich auch die nächsten 100 Jahre begleiten wird. Noch ein letzter Satz dazu. Der Glasfaseranschluss aus meiner Sicht entfachte das volle Potenzial des Internets, also ermöglicht eben neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Interaktion zwischen den Leuten, neue Lebensformen und ist eigentlich eine sogenannte Game-Changing-Infrastruktur. Im nächsten Slide zeige ich eigentlich auch, ich muss nur das hier ein bisschen wegklicken, weil es stört mich. Also wir wissen es eigentlich, wenn wir die Geschichte uns anschauen, dass jede Infrastruktur im Sinne, genau das war ein Game Changer. Also angefangen von den Straßen über das Kanalsystem, dann auch das Schienensystem, ja das Stromnetz und jetzt sind wir dabei, eben dieses Glasfasernetz aufzubauen und genauso wie das Stromnetz im 19. Jahrhundert haben wir, ich glaube, noch sehr wenig Vorstellung, wie stark das Glasfasernetz, das wir jetzt bauen, unser Leben und Sein beeinflussen wird. Weil damals, wo das Stromnetz gebaut wurde, wussten wir, dass wir damit eine Glühbirne betreiben können oder vielleicht heizen. Und viel mehr wussten wir nicht. Also wir hatten damals keinen Fernseher, keinen Toaster. Wir hatten damals sehr wenig elektrisch betriebene Gerätschaften. Und die sind alle dazugekommen, erst dann, wo das Stromnetz errichtet wurde. Ich hoffe, ihr seht jetzt diese Folie hier mit diesen ersten Zahlen, wo Österreich 21% hat. Wenn ich sage, Glasfasernetze sind wichtig, dann ist natürlich auch wichtig zu wissen, wo stehen wir denn? Also wie viel Nutzungseinheiten, Häuser wurden denn derzeit mit Glasfaser schon erschlossen? Und das ist eine relativ wichtige Zahl, weil, wie gesagt, Glasfaser ist ein natürliches Monopol und es wird nur einen Anschluss geben. In Österreich haben wir derzeit 21%. Also 21% aller Nutzungseinheiten sind mit Glasfaser angebunden. Das ist nicht wenig, aber definitiv nicht viel im Vergleich mit den anderen Ländern. Der EU-Schnitt ist bei über 50%. Wenn wir aber dann die nächste Zahl uns anschauen, wenn wir uns fragen, wie viel davon wird denn genutzt, dann muss man sagen, sehr, sehr wenig. Also nur ein Zehntel dieser Anschlüsse, des Anschlusspotenziales wird überhaupt genutzt. Und deswegen ist die Erkenntnis auch bezüglich der Glasfaseranschlüsse in Österreich relativ gering. Was ist der Grund? Der Grund ist in erster Reihe der, dass Glasfasernetze derzeit dort gebaut wurden bis jetzt, wo es schon gute Koaxialnetze, also Kabelnetze gegeben hat und dass die Preispolitik auch für die Nutzung dieser Glasfasernetze, dieses Anschlusses relativ unattraktiv war für die Endkunden. Da
Ändert sich jetzt etwas? Wie gesagt, ich habe vor 7 Jahren dieses Projekt initiiert. Das Land Niederösterreich ist das erste Land, das eine Landesgesellschaft gegründet hat. Und diese Landesgesellschaft hat in den letzten, 7 Jahren bis jetzt 70 Gemeinden mit öffentlicher, offener Glasfasernetze versorgt. Und wir bauen derzeit 30 bis 40.000 Anschlüsse, das heißt circa 30 bis 14.000 Gemeinden jährlich dazu. Aber wir haben immerhin noch 573 Gemeinden insgesamt in Niederösterreich. Wir sagen auch immer wieder, ein Teil wird der private Markt machen, da wo die Dichte höher ist. Und wie ihr auch hier sehen könnt, die dunkelblauen Gemeinden sind die, die wir ausgebaut haben. Das ist eher sehr ländlich und nicht dicht besiedelt, beziehungsweise die Bereiche, die jetzt schon eine schlechte Versorgung haben mit normalem Breitband, wo der private Markt derzeit nicht hingeht. Ein erstes Bild, das ich mitgeben möchte, ist dieser. Derzeit wird der Glasfaserausbau auch stark vom Bund gefördert. Auch das Land investiert hier und stellt Mittel zur Verfügung. Diese Mittel dürfen aber laut bestimmter Vorschriften nur in den ländlichen Bereichen eingesetzt werden. Und damit wird die Versorgung in den ländlichen Bereichen immer besser und besser, beziehungsweise nachhaltig. Und interessanterweise hatten wir in Wien schon lange Zeit sehr große Gebäude. Und in diesen hohen Hochhäusern haben eigentlich am Anfang in den Parterre oder Hochparterre die reichen Leute gewohnt. Und die armen Leute, also die armen Schlucker, die alles nach oben tragen mussten, die waren in den Dachgeschossen oder ganz oben in den Dachgeschoss und in den höchsten Etagen. Und wo dann der Aufzug eingebaut wurde in diesen Gebäuden, hat sich das schlagartig geändert. Die reichen Leute wohnen danach in den obersten Stockwerken und die Armen wohnen unten. Und diesen Effekt, den kann man jetzt auch in Österreich, aber auch in Europa sehen, weil eben diese Fördermittel, die gar nicht so gering sind, in den ländlichen Raum fließen, der jetzt eine ausgezeichnete Glaswasserversorgung bekommen wird. Auch in den nächsten Jahren wird das noch signifikanter. Und auch das könnte ein richtiger Gamechanger werden für diese ländlichen Bereiche, für die Dörfer, die eine bessere Internetanbindung und Versorgung haben werden als der städtische Bereich. Wie gesagt, ich bin sehr viel unterwegs gewesen und in Niederösterreich und bin immer wieder durch die Ortschaften gefahren, kleine Ortschaften in Niederösterreich, und habe eins bemerkt, dass es eben im Zentrum von diesen Ortschaften eben Häuser gibt, Streckhöfe, die offensichtlich zum Teil gar nicht mehr bewirtschaftet werden. Entweder wirklich verlassen oder mit älteren Leuten, die eben hier in die Häuser nicht mehr viel investieren konnten, wollten, wie auch immer. Und die neuen Häuser wurden einfach weiter weg gebaut. Da ich damals auch selber auf der Suche war nach einem Reihenhaus in Niederösterreich, dann hatte ich eigentlich, ist mir so quasi eine Idee gekommen. Ich habe mir gedacht, hey, in diesen Dörfern, wo jetzt eben die Glasfaser ausgebaut wird, wäre es nicht sinnvoll, dass man gerade das Zentrum von diesen Dörfern revitalisiert, in dem Sinne, dass man diese Häuser, die an der Straße sind, quasi als Gemeinschaftsräume einrichtet und in den hinteren Bereich, da wo die Felder quasi waren oder die Gärten, die Felder hinter den Häusern, dass man hier kleinere Reihenhäuser baut, also quasi die Möglichkeit gibt, dass mehrere Familien hier herziehen quasi und kommen und diese vorderen Räumlichkeiten jetzt als Gemeinschaftsraum nutzen, was wiederum denjenigen zeigt, die durch die Dörfer fahren, dass hier irgendwas passiert, das entsteht. Also ich habe auch davon gedacht, warum öffnet man eigentlich nicht diese Fronten, zeigt, dass es hier eben Veranstaltungen gibt, von denen auch ihr redet, dass da Leben ist, dass da Kinder sind, die spielen, dass es dort Aktivitäten gibt und so eigentlich zeigt, hey, das Dorf hier, das lebt ja richtig, richtig neu auf. Und das war für mich das zweite irgendwie Bild, das ich so mitgeben wollte, das ich hatte, wo ich durch diese Ortschaften gefahren bin und wo ich gedacht habe, Glasfaser könnte hier einiges bewirken, weil die Leute, die halt die Reihenhäuser hier
kaufen würden und bewohnen würden, die würden natürlich auch stark davon profitieren. Klar, dass sie eine zuverlässige und eine ausgezeichnete Internetanbindung haben, mit der sie in der Freizeit, aber noch wichtiger, jetzt sieht man es in Corona-Zeiten, auch arbeiten können. Und im schon zweiten Teil quasi meiner Präsentation wollte ich noch einmal auf das eingehen, was sicherlich viele von euch wissen sozusagen, weil ihr in diesem Bereich arbeitet. Aber es gibt ja die Definition des Dorfes. Das Dorf ist eine kleine Siedlung, in der Land- und Forstwirtschaft dominiert. Wobei die Landwirtschaft, und das ist bekannt und signifikant, verschwindet aus den Dörfern. Und dabei könnte man sich fragen, verschwindet damit auch das Dorf? Ich glaube, es braucht hier vielleicht eine neue Definition. Dorf als kleine Siedlung im ländlichen Raum, die geprägt ist von landwirtschaftlicher Bausubstanz. Eben die Bausubstanz, von der ihr jetzt auch in euren Vorträgen so doch oft geredet habt, die Revitalisierung. Also von den alten Bauernhäusern, von Handwerkshäusern, von Gasthöfen, von alten Ladengebäuden, Schulgebäuden, Kirchen und so weiter und so fort, glaube ich, ist das, was jetzt eigentlich ein wesentlicher Punkt wäre und aus meiner Sicht auch kommen wird. Aber kommen wird eben mit Leuten, die sich jetzt in diesen Dörfern ansiedeln müssen und werden aus meiner Sicht auch deswegen, weil es dort eine gescheite Internetinfrastruktur gibt. Und nicht zu vergessen, ich glaube, das ist mein letzter Slide hier, das Dorf hat viele Vorteile. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich lese es euch mal ganz kurz vor. Die Menschen fühlen sich in ihrem Dorf verantwortlich. Defizite werden in Dörfern in die Hand genommen. Es wird angepackt, also diese Anpackmentalität in den Dörfern. Das Gefühl, etwas für die Dörfer tun zu müssen, steckt ganz tief in den Menschen drin. Je kleiner die Dörfer sind, umso mehr bringen sie auf die Beine, errichten etwas oder holen etwas zurück, was man eigentlich gar nicht für möglich gehalten hätte. Will man das auflösen, was etwas Besonderes ist und immer wieder zeigt, dass es etwas bewegen kann? Nein, eigentlich definitiv nicht. Somit ist das Dorf eigentlich nicht tot. Und es ist jetzt nicht tot, es ist auch nicht tot zu machen. Es hat sich über die Jahrhunderte gewandelt und es wird sich auch weiter verändern. Es bringt vor allem eine Kompetenz für die Zukunft mit, und das ist eine lange und vielfältige Geschichte. Die allerletzte Folie, die ich hätte, ist aus meiner Sicht, das ist nicht meine Sicht, sondern das ist etwas, was ich übernommen habe vom Herrn Dr. Harteisen. Das sind die Zielsetzungen für das Dorf von morgen, die Sie mir sehr gefallen haben. Nämlich als ersten Punkt das Leben und Arbeiten an einem Ort wieder stärker zusammenzubringen. Der zweite Punkt wäre das Thema der Mobilität. Weil Mobilität ermöglicht Teilhabe, sei es in Bereichen Bildung, Gesundheit, Versorgung, aber auch digitale Mobilität, eben das, was wir jetzt gerade eben heute tun. Und die Unterstützung der Menschen auf soziale Interaktion, der Wunsch, sich zu engagieren, Mitverantwortung zu tragen und sich einzubringen, das ist definitiv ein sehr starkes Motiv, das im Dorf vorhanden ist. Und deswegen sich im Dorf ist sozusagen auszahlt zu leben. Der Weg dorthin wäre ein besseres Marketing. Also Dörfer sollten ihre Vorteile kommunizieren und sich nicht auf die Defizite konzentrieren. Es muss ein Imagewandel geben. Und zu diesem Imagewandel oder dem Dorfmarketing gehört zum Beispiel in Niederösterreich definitiv auch in diesen 70 Dörfern, in denen wir jetzt das Projekt umgesetzt haben, auch die Information, dass es dort Glasfaseranschlüsse gibt, die sehr zukunftssicher sind, auf der ein Wettbewerb herrscht, wo man eine Diensteauswahl hat und wo man wirklich ausgezeichnetes Internet zu sehr fairen Preisen bekommen kann. Also hat Dorf aus Sicht von Herrn Dr. Harteisen, und ich kann dem nur zustimmen, nur dann eine Zukunft, wenn junge Menschen für sich sagen, dass ihre Zukunft im Dorf ist. Eine Folie habe ich noch dazugegeben, nach diesem Abschluss eigentlich, ich wollte schon sagen Abschluss, nur eine Information. Nachdem das Glasfaserausbauprojekt realisiert wurde, ein Beispiel im Waldviertel, zwei junge Brüder haben das Gasthaus von ihren Eltern übernommen und sie haben es zu einem Gasthaus quasi verwandelt, in dem man einen Zockerurlaub buchen kann. Zocker,
versteht, glaube ich, verstehen viele von euch, was Zocker sind. Leute, die Internetspiele spielen, und die haben eben das quasi als Angebot gemacht. Und wenn ihr Zockerurlaub einträgt, dann wird ihr in dieses Zockerhotel quasi in Bad Großperchtolz finden. Und der Grund, warum sie es dort einrichten konnten, ist eben, weil sie einen Glasfaseranschluss bekommen haben mit sehr hoher Bandbreite und extrem niedrigen Ping-Zeiten. Und das ist genau das, was jeder Gamer sich wünscht, eben diese geringere Ping-Zeiten. Aber wie gesagt, die Infrastruktur bringt neue Formen von auch, man könnte sagen, Geschäftsmodellen. Und das wirklich nur eines der konkreten Beispiele aus der Region, in der Glasfasernetze entstanden sind. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, das ist alles verständlich rübergekommen, und es freut es mich auch, vielleicht die eine oder andere Frage. Danke fürs Stichwort. Gibt's Fragen? Ich hätte schon eine Frage. Bitte. Es ist irgendwie süß, ne, das Beispiel des Zockerhotels, ne, aber ich denke mir, dass das Modell, das du da vorgestellt hast, Igor, das hat schon ein paar Besonderheiten, die man vielleicht noch erwähnen sollte. Also die vielleicht auch verweisen auf die Notwendigkeit von Bildungsräumen und auf die Chancen dieser Infrastrukturen. Also eine Geschichte, die mir sofort bei deinem Modell eingefallen ist, war eigentlich die Vielfalt von Räumen. Ne? Also das heißt, wenn wir da diesen Begriff Flanierdorf verwendet haben, wie wir das geplant haben, dann bedeutet das, dass da ganz verschiedene Themen in solchen sozusagen halböffentlichen Begegnungsräumen Platz haben. Und ich muss da eigentlich auch sehr stark an die ältere Generation denken, die zumeist in ihrem Leben Schätze angesammelt hat, die Qualifikationen angesammelt hat, die quasi dazu führen, dass jeder quasi so ein bisschen Museales bei sich hat. Wenn dieses Museale kombiniert werden kann mit Zugang zu Informationen, mit Zugang zu Netzwerken, mit Erweiterung dieses angesammelten Wissens, dann könnt ihr mir vorstellen, dass das ganz verschiedene, also ich habe da mal so von einem Amerikaner, von Tony Gwilliam, diese Skizze gehabt, das Haus des Astronomen, ja, oder also wo verschiedene halböffentliche Bereiche sind, die eine Vielfalt von Lebenserfahrungen transportieren. Also wenn ich hier an St. André Wördern denke, das ist ja das erste Dorf, das es überhaupt geschafft hat, Ausländer zu Botschaftern zu ernennen. Also das hat mich hier vor mehr als 15 Jahren schon frappiert, dass die Bereicherung der dörflichen Lebenswelt durch hereingebrachte Erfahrungen eine unglaubliche Perspektivwende war. Das zweite ist, dass das Dorf, das ist jetzt sehr allgemein, natürlich in vieler Hinsicht zu klein ist, um alle unsere Lebensbedürfnisse zu befriedigen, dass aber die Verbindung von 5, 6 Dörfern, die einander in ihren Kompetenzen ergänzen, unter Umständen so etwas wie eine urbane Qualität im ländlichen Raum schaffen kann. Also hier könnte man sehr, sehr viel weiter diskutieren. Danke. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort braucht, aber es gibt noch eine Frage hier. Ja, weniger eine Frage als ein Statement. Wir haben jetzt in den 3 Co-Vorträgen gehört, es geht immer um Umnutzung, um Verwendung von vorhandenen Strukturen. Und ich wollte jetzt einfach mal anmerken, dass es immer nur möglich ist, wenn diese Strukturen passen. Wir können in den klassischen Wohnbauten, oder nicht in den klassischen, sondern in den postmodernen Wohnbauten mit 10 Quadratmeter Schlafzimmern und 20 Quadratmeter Wohnzimmern keine Nutzung für die Zukunft andenken. Seien es geteilte Bildungsräume, seien es Straßendörfer, das geht nur, wenn die Maschenweite stimmt. Und
Ich würde das gerne einfach hier anmerken, dass wir hier stadtplanerisch einfach auch wieder in diesen Maschenweiten denken müssen, dass Umnutzung möglich ist, weil das ist das Einzige, was nachhaltig ist. Ja, danke. Gefühlt geht es eh schon über in diesen Bereich, den wir jetzt für die Diskussionen vorgesehen haben. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, die Zeit jetzt zu nutzen, dass wir uns miteinander ein paar Fragen stellen. Also wir haben 4 Fragen vorbereitet und es gibt zumindest jetzt hier in St. André Wördern vorbereitete große Papiere und Flipchart-Marker und auch alle, die in den Räumen bei sich sind eingeladen, die Ergebnisse dann auch mit zu notieren. Franz möchte noch was einbringen. Es ist eine Frage gekommen, die ganz kurz der Igor sicher beantworten kann. Wie könnte man das Glaswasserprojekt von Niederösterreich in andere Bundesländer übertragen? Vielleicht geht das in ein paar Sekunden. Das geht in ein paar Sekunden. Das ist schon passiert. Das erste weitere Bundesland, das eine Landesgesellschaft gegründet hat, ist Oberösterreich gewesen, 3 Jahre später. Das nächste war dann, ich glaube, die Steiermark und eben das letzte, glaube ich, jetzt hier in Kärnten, die BIC. Das ist gerade heute die Veranstaltung gewesen, auf der ich eben auch bin. Da hat die BIC sich dann vorgestellt. Und ja, es gibt also 4 Landesgesellschaften und es gibt die Breitbandserviceagentur Tirol. In Tirol 120 Gemeinden, glaube ich, davon 80, die selber ausbauen und das wird jetzt koordiniert quasi. Ja, wir haben also es ist schon passiert. Wir haben auch einen Akteur aus der Steiermark da, den Robert Beißel, der in seiner Gemeinde ein Vorreiter des Glasfaserprojekts auch war. Ja, danke Franz. Das ist auch das Statement, was ich zu dem Thema abgeben möchte. Ich habe jetzt das Glück, hier über Glasfaser Fiber.home mit euch zu sprechen. Es gibt in jedem Bundesland diese Projekte, bereitet aber eure Mitbürger darauf vor. Ich kann da nur kurz dazu erzählen, wir waren eine der ersten Gemeinden in der Steiermark, die die Möglichkeit hatten, bei so einem Breitbandprojekt mitzuwirken. Und meine Nachbarn rundum waren da vielleicht etwas zu überrascht und denen war noch gar nicht bewusst, wie wichtig das Thema ist. Und die mussten alle etwas angestoßen werden. Und so bin ich dann von Haus zu Haus gelaufen, habe in jedem Heim gesucht und im Prinzip Aufklärung versucht und Gott sei Dank genug dazu gebracht, sich da anzumelden. Das war vor Corona, jetzt hätte ich mich viel leichter tun, weil jetzt wissen es schon viele, wie wichtig das Thema ist. Aber trotzdem, meine Botschaft, bereitet eure Mitbewohner in den Ortschaften vor, dass wenn die Chance da ist, beziehungsweise auch vielleicht der Gemeindevorstand, der sich da auch aktiv bewerben könnte bei so Projekten, dass wenn die Chance da ist, dass es auch sehr viele ergreifen. Ja. Danke. Danke. Also in unserem Projekt geht das gar nicht ohne die Kooperation der Gemeinde. Das ist auch schon vorher gefallen. Das ist eigentlich Mission Impossible. Ja, also bei uns war es auch so, nur die Bevölkerung hat gesagt, braucht man noch nicht. Wir haben ja jetzt die Telefonleitung, ist doch ausreichend heute. Ja. Die Vision in die Zukunft, was damit noch machbar ist, die fehlt den einfachen Leuten. Soll jetzt nicht abwertend gemeint sein. Sie beschäftigen sich einfach zu wenig damit. Und deswegen eben, die Leute müssen darauf vorbereitet werden, damit sie die Chance dann erkennen und ergreifen können. Ich glaube, es ist sozusagen das, was die Constanze jetzt einleiten will, nämlich diese Vision der zukünftigen Bildung als einen Teilbereich der Nutzung jetzt ein bisschen auszubreiten. Danke. Ja, also die 4 Fragen, denen wir uns jetzt widmen wollen, sind, also welche Arten bzw. Inhalte von Bildung oder auch welche Dorfuni-Beiträge sind zur Weiterentwicklung in der jeweiligen Region hilfreich oder in den Regionen? Also wir haben hier auch online einige verschiedene Regionen ja präsent und in St. André Wördern hier im Raum sind auch ein paar Menschen aus unterschiedlichen Regionen. Das heißt, vielleicht schaffen wir es dann, uns auch regionenweise darüber auszutauschen. Die 2. Frage ist, welche Qualitäten sind wichtig, damit neuartige lokale und regionale Bildungsorte entstehen und einen positiven Unterschied machen?
Also wir haben ja von der wissbegierigen Region dazu einiges gehört. Und die dritte Frage ist, welche konkreten unkonventionellen Bildungsorte sehen wir schon, die speziell in unserer Gemeinde oder Region an Bedeutung gewinnen könnten? Also das heißt, kennen wir Orte, die vielleicht ausbaufähig sind? Und die vierte, wer kann diese Orte tragen und am Leben halten und was braucht es dafür? Weil in den meisten Fällen braucht es das Engagement von ganz vielen, damit es auch wirklich belebt wird. Und ich lade euch ein, wirklich euch zusammenzutun in Kleingruppen, zu zweit, zu dritt, zu viert, je nachdem, wie es sich gerade gut ausgeht, um das jetzt zu diskutieren. Und im besten Fall, also die Fragen werden dann auch eingeblendet, zu jeder Frage vielleicht zwei, drei Stichworte, also die wichtigsten Schlagwörter dann im Endeffekt aufzuschreiben oder auch mehr, aber die werden wir nachher sammeln. Und alle, die jetzt nur im YouTube mitschauen, die haben jetzt entweder Pause oder sie machen es für sich, aber alle anderen, die im Zoom oder sonst live irgendwo miteinander sitzen, herzliche Einladung, sich diesen Fragen zu widmen. Herzlich willkommen zurück und danke für alle oder an alle, die noch da sind, weil der Abend ist schon fortgeschritten und manche mussten auch schon heimfahren oder sonst irgendwie mit weiter Anreise. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein, dass wir ein bisschen teilen, was so angeregt besprochen wurde. Und vielleicht gibt es aus den verschiedenen Online-Räumen Menschen, die jetzt schon was teilen wollen, dann gerne einfach mit kurzer Handzeichen signalisieren und losstarten. Konstanze, ich kann das berichten, was bei uns online passiert ist. Danke. Also wir haben die vier Fragen natürlich ein bisschen durcheinander beantwortet und wir sind so quasi von den Inhalten ausgegangen, von der ersten Frage. Und da gibt es einfach die Klimakrise, die an Bewältigung ein wirklich neues und drängendes Thema ist. Arbeitsplatzsicherung, Neuorganisation von Mobilität. Und auch das Zusammenbringen von Leben und Arbeiten an einem Ort. Das Wiederzusammenbringen von Menschen, die Thematik der Kreislaufwirtschaft. Also es gibt unfassbar viele neue Themen, die da auf den Tisch gekommen sind. Darf ich kurz stoppen? Ich habe was vergessen zu erklären. Und zwar haben wir uns gedacht, wenn einzelne Themen genannt werden und die waren für irgendjemand anderen auch noch relevant, dass wir so quasi wie beim Bingo das auch entsprechend einbringen. Das heißt, wer auch immer jetzt eines von den genannten Themen oder Schwerpunkten auch als relevant erachtet hat, und ich habe kurz ein Handzeichen gesehen, bei der Judith, dass wir das auch ein bisschen messen können im Sinne dessen, wo ist die Hauptpräsenz oder wo gab es mehrere Menschen oder mehrere Gruppen, die etwas auch wichtig erachtet haben. Vielleicht, Judith, magst du kurz einhaken, was für dich relevant war? Ja, also ich habe mich jetzt aufgehängt auf diesem Zusammenführen von Leben und Arbeiten, weil ich glaube, das ist die Lösungsformel. Wenn wir das nicht hinbringen, dann wird es ein Mobilitätsproblem, ein Umweltproblem, ein
ja, insgesamt einfach nicht mehr zu bewältigendes Problem. Ich glaube, das müssen wir wieder zusammenbringen. Danke. Ich wollte es ja nicht wirklich komplett unterbrechen, aber bitte, Franz, mach noch weiter. Ja, ich finde es super gut, wie du das machst. Die nächste Frage, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, welche Qualitäten sind wichtig, damit neuartige lokale Bildungsorte entstehen und einen positiven Unterschied machen? Da gab es zum Beispiel die Antwort, dass das unter Umständen einfach die Verbindung von virtuellen und realen ist, wir haben das bei dem Zockerhotel gesehen, nicht? Aber es gibt durchaus Bereiche, wo Tourismus und Gastronomie eigentlich so quasi sind Tourismus und bildungshungrige Gastronomie, wo die selbst schon als Träger auftreten können. Ich habe das Beispiel von virtuellen Seminarraum im Landhotel Ispertal gebracht. Ganz wichtig war uns auch der Hinweis, dass die Othellos so ein prototypischer Raum sind. Niedrigschwelligkeit, der Aufruf, selbst etwas zu tun und dann auch die Möglichkeit, selbst etwas zu tun. Allerdings eben auch die nächste Qualität, damit solche Bildungsorte entstehen, ist Nachhaltigkeit. Nicht? Und da ist wieder das Beispiel von der Lebenswerkstatt Steins gekommen, die quasi wirklich einen Baustein an den anderen fügen. Oder auch das Kleinstadtbiotop in Völkerbruck. Nicht? Also das heißt, es gibt diese einerseits Spontaneität, nicht? Und auf der anderen Seite aber auch Verlässlichkeit und die Fähigkeit, das auszubauen. Das ist schon fast auch die Frage 3 mit beantwortet. Kommt bei uns ein Handzeichen? Vielleicht mag ich das kurz reinholen. Das ist bei uns eigentlich die Gretchenfrage. Ja. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es dann gut funktionieren kann, wenn sich Freizeiträume und Bildung treffen. Der Punkt ist eigentlich der, dass Bildung, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, ist so sperrig, niemand will sich bilden lassen. Das will ja keiner. Ja. Die Menschen wollen sich austauschen, wollen miteinander reden und wollen dabei Spaß haben. Ja. Wenn sich das mit einem Bildungsauftrag kombinieren lässt, dann kann das funktionieren. Ja. Aber jetzt die Bildung irgendwo draufzusetzen und die Leute zu zwingen, dass sie sich was erklären lassen, das will keiner. Danke. Also das resoniert wieder total mit dem, was bei uns gesagt worden ist. Nicht? Wir haben so uns ein bisschen über Pub-Quizzes unterhalten, über New Learning, wo Co-Kreation und Spaß im Mittelpunkt stehen, über Festivals. Wir haben das Fair Wandel Fest als auch so eine temporäre Lernzone, das nächsten Samstag in Gleisdorf stattfindet. Und eigentlich auch diese Möglichkeit, Räume umzudefinieren, wie zum Beispiel das Feuerwehrhaus, wo die Radgersburger da jetzt sitzen, wo es eigentlich auch so eine neue Lernkultur schafft, automatisch. Also es sind nicht nur Freizeiträume, es sind auch unter Umständen vertraute Räume, denen man eine neue Bedeutung gibt, wo man aber schon ist. Wir hatten auch dieses Stichwort der Mehrfachnutzung, das die Judith eingebracht hat. Also, wobei das in der, laut Regularien quasi eigentlich gar nicht möglich ist. Und da braucht es ganz viel Überzeugungsarbeit, um Mehrfachnutzungen überhaupt möglich zu machen. Bist du fertig, Franz, oder habt ihr Fragen noch? Wir sind noch einmal zu einer Qualität zurückgekehrt, nicht? Also zu Inhalt, also quasi wieder zur ersten Frage zurück. Und dann haben wir eben gesagt,
dass ein wichtiger Punkt eigentlich der ist, dass Raumordnungsfragen das stärkste Argument heutzutage sind, dass Gemeinden auf die Mitbeteiligung und Mitwirkung ihrer Bürger setzen. Und da kam übrigens auch über den Zoom-Chat eine sehr interessante Meldung vom Johannes Tintner von den Scientists. Er soll sich einmal ganz kurz zeigen. Er versteckt sich da hinter Schwarz-Weiß. Wunderbar. Hallo. Also wir wollen ja miteinander die Welt niederreißen, wie ich heute schon angedeutet habe. Ne? Und du hast gesagt, im Jahr 2009 hat sich der Gemeinderat der Stadt Kremsmünster aktiv und bewusst unter Bürgerbeteiligung gegen ein Einkaufszentrum am Stadtrand entschieden. Das war politisch heikel, hat sich aber bewährt. Ne? Du hast ja gehört, wie unser Martin Regelsberger aus Gleisdorf erzählt hat, auf der einen Seite blockt die Gemeinde beim Radverkehrskonzept, aber auf der anderen Seite gibt es jetzt eine Chance, einen Durchbruch zu machen mit dem Thema Wasser. Und im Prinzip ist ja eine Verhaltensänderung ja nur möglich, wenn man die Leute in diese Bildungsprozesse und in diese Planungsprozesse mit einbezieht. Also da kann haben wir ein Bingo. Bingo. Also ich habe jetzt das Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen. Wir haben die ganze Breakout-Zeit dafür genutzt, eben genau das zu besprechen. Wie ermächtige ich mein Gegenüber, die Entscheidungen zu treffen? Und da braucht es einfach sehr viel Zugehen aufeinander und auch die Bereitschaft, sowohl seitens der Gemeinden als auch seitens der Planer, immer mal diese gemeinsame Wissensbasis herzustellen, damit tragfähige Entscheidungen getroffen werden können. Ja, und tragfähig wird nämlich nur, wenn es die Leute verstehen, also dass sie dahinter stehen können, auch wenn die Diskussion dann, also wenn es auf Rad geht. Und da ist wiederum bei uns, Bingo, ja, da ist wiederum bei uns eben durchaus immer wieder gekommen, an dem Punkt hilft zum Beispiel, wenn die Dorfuni organisiert, dass man eine Gemeinde reinbringt, die dieses Thema vielleicht auf unkonventionelle Art und Weise gelöst hat. Dass quasi auch dieser praktische Impuls eigentlich Verbinden der Anliegen von unterschiedlichen Gemeinden, einfach um zu sehen, was geht und was kann gehen, dass das unter Umständen auch lokal was weiterbringt. Ich möchte noch eines aus dem YouTube-Chat. Bei den sehr interessanten Projekten von Judith Zöchmeister hat mir gefehlt, welche konkreten Beiträge zur CO2-Einsparung, Energieeinsparung und den SDGs überhaupt geleistet werden. Also es ist sehr interessant, dass man doch jetzt immer häufiger nach den SDGs gefragt wird. Also genaue CO2-Berechnung kann ich jetzt keine vorlegen, aber ich glaube, es ist einsichtig, je weniger Mobilität ich erzeuge, indem ich möglichst viel lokal, regional abdecken kann an Bildung, an Arbeitsplätzen, an Versorgung, dass das ganz eindeutig beiträgt zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Ja, das war ganz ein wesentliches Momentum, dass alles, was ich nah versorgen kann, natürlich auch die Orte stärkt. Also das heißt, dann muss ich nicht weg. Und die Judith hat noch was. Es ist mir noch was eingefallen. Es ist natürlich auch so, dass es gerade, wenn es ums Bildung geht, also Lernen passiert ja nicht durch vorgetragen kriegen, sondern durch vorgelebt bekommen. Und es fängt schon damit an, wenn Schüler sich täglich daran gewöhnen, einen mehr als halb oder sogar einstündigen Weg zurückzulegen, um zur Schule zu kommen, dann wird Pendeln irgendwann ganz normal. Also für meinen Sohn, der zu Fuß in die Schule geht, ist das ein absolutes No-Go.
Und da müssen wir Kinder hinbekommen, dass sie einfach das als Qualität erkennen, dass sie vor Ort leben, arbeiten, ihre Freunde treffen und ihre Freizeit verbringen. Da gibt es heftigen Applaus auf Stumm in Bad Radkersburg und auch im Gleisdorf. Ja. Und auch am Oderbruch schreibt Johannes Pfister: Leben, Arbeiten und Lernen in Fahrradnähe. Großartig. Ja. Wir hatten eine Diskussion noch der Vortragenden, also der Referentinnen geplant und eigentlich sind wir kurz vor neun. Ja, also ich würde vielleicht noch statt einer Diskussion der Referentinnen, vielleicht gibt es noch ein paar, die noch ein Abschlussstatement machen wollen. Also ich glaube schon, dass Bildung beim Spielen des Kindes anfängt. Deswegen muss man schon darauf achten, dass das Kind die Möglichkeit hat, sich selbst auszuprobieren, ja, und nichts zu viel, nicht zu viel vorgeschrieben zu bekommen, sondern, wie du so schön gesagt hast, vorgelebt zu bekommen, weil Kinder grundsätzlich alles nachmachen, was die Eltern vorleben oder was die Gemeinde vorlebt. Man darf das nicht unterschätzen. Bildung fängt bei dem Spielen des Kindes an. Ich sehe das genauso und ich sehe aber auch, dass dieser Trend wieder zur Reformpädagogik, die ja darauf aufsetzt, dass Kinder im Alltag und am Leben lernen und nicht etwas und keine Handlungsanweisungen bekommt, sondern also wie Maria Montessori das formuliert hat, hilf mir selbst zu tun, oder wie es die Reggio-Pädagogik sagt, dass ein ganzes Dorf auch das Kind sieht, was auch ein afrikanisches Sprichwort ist. Also ich glaube, dass dieses Lernen am Tun im Grunde genommen genau das ist, was mündige, eigenverantwortliche Bürger der Zukunft produziert. Und ich glaube, das braucht man einfach, weil sonst werden wir es nicht schaffen auf unserem Planeten. Ja, also ich habe da jetzt auch das Gefühl, dass man hier auch in der Kindererziehung doch sehr wieder ein bisschen rückwärts gedacht wird und eben die Zeiten, wie es früher war, wieder bewusster schafft. Das erlebe ich auch in der Erwachsenenbildung, weil wir auch gerade im ländlichen Raum sehr viel auch in diese ganzen geschichtlichen und historischen, dass man das wieder bewusst macht, dass man das wieder auch lernt von den alten Leuten, hält diese alten ursprünglichen Gebäude etc., also bei uns sind es Kellergassen, Mühlen, egal, in die Richtung, dass dieses Rückbesinnen. Und ich habe auch einen Ort, ein Dorf, die haben wirklich einen Aufruf gestartet und haben geschaut: Liebe ältere Menschen in meiner Gemeinde, was habt ihr an Wissen und was könnt ihr uns vermitteln, was können wir von euch wieder lernen, das wir heute schon verlernt haben? Und das, denke ich mal, ist auch eine super große Chance, uns wieder zurückzubesinnen, genauso in der Kindererziehung wie auch im Lernen von den Alten. Mir ist mir gerade so bewusst worden, dass mit dem Thema Dorf ja stark auch das Thema Gemeinschaft in Verbindung steht. In unserem Gespräch sind wir vorher auch auf das gekommen, dass eben oft auch jetzt noch in Dörfern gewisse Enge gibt und dass das gar nicht so einfach ist, oft auch für Leute, die sozusagen aus dem urbanen Bereich wieder zurück aufs Dorf gehen, da so richtig Anschluss zu finden. Und also jedenfalls ist mir klar geworden, dass das Bildung auch sehr wichtig, sehr, sehr stark mit Gemeinschaft zusammenhängt. Also auch lernen tut man lieber, wenn man Teil einer Gemeinschaft ist, wenn das sozusagen wo einen Sinn hat, wofür ich mich jetzt bilde. Und Gemeinschaft neu zu bilden, ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Also auch von diesem neuen Dorfdenken braucht eigentlich auch Gemeinschaft neu denken. Und das steht eigentlich in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem modernen Leben, das ja eigentlich vielfach auch dadurch gekennzeichnet ist, dass die Menschen gar nicht so viel Interesse mehr aneinander haben, weil sie einfach ihr Programm haben und ihre Unterhaltungen und ihre eigenen Kreise, Verpflichtungen und so weiter und so fort.
Und das kommt mir sehr zentral vor, dass es eigentlich wieder darum geht, dass man überhaupt mehr Interesse aneinander entwickelt. Das ist die Basis, damit überhaupt sowas wie Gemeinschaft entsteht. Ja. Danke. Ich mag nur bei der Gelegenheit kurz erwähnen, wir machen bei uns in Herzogenburg, für die, die es nicht wissen, ein Projekt, das einige Elemente da versucht, mal versucht, nennt sie Garten der Generationen, falls da jemand sich interessiert dafür. Ich kann auch ein bisschen googeln dazu. Markus Tittelberger, Erfinder des Vermögenspools und genialer Gemeinschaftsbilder. Danke, dass du auch da bist heute. Bin ganz, ganz gerührt. Ja, danke vielmals auch für diese Worte noch. Ich würde sonst noch etwas teilen wollen, was in dem Gespräch vorhin auch da war. Die Angst, dass einem ein Projekt oder irgendetwas anderes weggenommen werden kann, ist ein wahnsinniges Verhinderungsmoment. Und wenn wir aber lernen, wie wir aufeinander zugehen oder dass jemand von außen kommt und irgendwas tut und so weiter, also diese Angst vor dem anderen Fremden, was auch immer, und wie man schafft, die richtige Sprache zu finden, um die eigentliche Intention zu vermitteln. Wie man schafft, aufeinander zuzugehen, dass die Leute auch zuhören, dass sie es überhaupt annehmen, dass man mit ihnen sprechen will. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die also vor allem steht, dass man wieder lernt, wie man miteinander kommuniziert, wie man aufeinander zugeht, damit die positiven Anliegen, die ja eingebracht werden wollen, auch sichtbar oder also auf fruchtbaren Boden stoßen und nicht mit dem Widerstand von wem auch immer konfrontiert sind. Also das war ein relativ starkes Momentum und ich denke da so, ja, wie man da auch mit positiven Beispielen aufzeigen kann, das oder das gibt es ja dort und bitte schau es dir doch an oder ja, was auch immer wir schaffen, auf dieser kommunikativen Ebene an Offenheit zu erzeugen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn es um Wandel geht. Ich würde sagen, beenden wir den offiziellen Part und ich denke, es gibt sicher noch jede Menge Lust, sich weiter informell auszutauschen und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für eure Geduld, eure Zeit und euer Mitwirken und gern auf ein nächstes Mal wieder bei der Dorfuni und in St. André Wörden. Vielen herzlichen Dank an alle.